Ganz kurz, wenn oben rechts das Record rot ist, dann heißt es, dass es aufnimmt? Rekordiert, oder ja. Ist es nicht auf? Dann rekordiert doch, dann nimmt er. Auf. Okay, ja. Neuer Rekord. Jetzt machen wir hier. Ja, ich fange an. Herzlich willkommen zur 12. Ausgabe vom Mountainbike-Podcast von MTB News Pokal oder Spital. Wir sehen uns jetzt nach 18 Tagen vor unseren Mikrofonen endlich wieder zur 12. Ausgabe. Und ich begrüße in Wiesbaden meinen Lieblings-World Cup-Kollegen Moritz. Hallo, Hannes und Markus. Hi. Genau, Markus in Brandenburg. Hallo Markus, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Ich komme mehr oder weniger direkt aus dem Urlaub vor einer Woche. aber es fühlte sich noch so ein bisschen Urlaub an in der letzten Woche und freue mich aber auch, dass wir uns endlich mal alle wiederhören. Ich habe gehört, es waren 30 Grad auf Palma. Ja. Genau. Ich war tatsächlich in Dänemark bei dir in der Nähe. Ja. Waren aber auch, ich hab dich gesehen. Waren aber auch 30 Grad. War eine ganz tolle Erfahrung. Kannte ich so bisher nicht in Dänemark. Und cool. Da war sogar Mountainbiken dort auf echten Mountainbike-Trails, was man am allerwenigsten, glaube ich, erwartet in Dänemark. Aber gibt es auch. Ja, habe ich auch schon von gehört. Sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht. Ja, apropos Dänemark. Ich grüße aus Lemgo, wie immer. Und heute ist der 20. August und wir starten jetzt mal und wir haben wieder diverse Themen. Unter anderem war Moritz das drittletzte Mal im Rahmen der Downhill Mountainbiker dieses Jahr unterwegs, wenn ich richtig zähle. Was? Das war jetzt, ja, es müsst ihr jetzt mal rückmelden, das war etwas komisch ausgedrückt. Also aber es kommen ja noch zwei Varianten. Also es kommen noch La Bresse, du bist bald wieder in La Bresse und dann gibt es noch die Weltmeisterschaft. Deswegen habe ich genau. Das etwas das, ja. Missverständlich ausgedrückt. Also ich weiß, was du meinst. Gut. Ja. Ich war in Kanada beim World Cup in Monster Nine, sagen wir es so. Genau. Und das ist auch einer unserer heutigen Themen. Aber bevor wir mit den Themen starten, haben natürlich wieder einige Biersorten mitgebracht. Was gibt es denn bei euch heute? Ich trinke heute kein Bier. Weiter zu Markus. Ich trinke heute ein Bier. Und zwar ein Rauchbier von der Zwönitzer Brauerei. Oder anders gesagt, die heißt Brauerei Zwönitz. Ist aus dem Erzgebirge. Wurde mir mitgebracht von, ihr werdet es kaum glauben, meiner Schwägerin. Nein. Die war wieder unterwegs und sieht bisher ganz gut aus. Es hat ein schönes Etikett. Und ich werde das jetzt direkt mal öffnen, aber noch nicht trinken. Da warte ich noch auf Hannes, weil der hat ja bestimmt auch noch eins, oder? Ich trinke tatsächlich auch kein Bier, beziehungsweise habe ich gestern eins vorgetrunken. Das geht auch nicht. Doch, also ich werde ein Ersatzbier heute trinken und mir den Geschmack imaginieren. Und zwar mache ich Moritz jetzt nach und werde ein Gösserradler trinken. Das mache ich jetzt auch mal auf und werde dann zum Schluss aber etwas zum Bier sagen, was ich gestern Abend getrunken habe, was nämlich auch sehr gut ist, was mich aber jetzt um genau 14.01 Uhr gnadenlos wegschießen würde vermutlich. Und deswegen werde ich es jetzt nicht trinken. Ich bin gespannt, was du zum Zwönitzer sagst. Das habe ich nämlich vor relativ genau 2 Wochen auch getrunken. Das Rauchbier oder eine andere Sorte? Okay. Nee, die haben ja auch ein IPA. Das ist auch, das ist nicht schlecht. Und vor allem sehr, sehr günstig für ein IPA. Und ich bin gespannt, was du zum Rauchbier sagst. Ja, na, die Preise kenne ich nicht. Ich, wie gesagt, bekomme die ja immer mitgebracht und frage da jetzt nicht einzeln nach. So, da bin ich hier der Einzige. Nee, du hast einen Radler, hast du gesagt. Ja, genau. Ich proste dir imaginär zu. Ja, Prost. Na, nehme ich mal noch 2 Schlucke, glaube ich. Jo, haben wir denn Themen? Wir haben Themen. Und das erste Thema, da würde ich direkt mal zu Moritz überleiten. Moritz, du hast ja gerade schon gesagt, du warst in Kanada. Wie war es denn und was hast du dort genau gemacht? Es war sehr schön, aber bevor ich da jetzt näher drauf eingehe, willst du vielleicht noch kurz sagen, was wir noch für Themen haben, dass die Leser, Zuhörer vielleicht direkt weiter skippen können? Das können wir gerne auch machen. Also wir werden noch wie so ein Inhaltsverzeichnis, weißt du? Ja, okay.
Also wir werden noch auf einen Test eines Tools eingehen, was ich bei den letzten Bike Hacks schon erwähnt hatte. Dann ist unsere Vorzeige-Enduristin Ines Thoma in Whistler gestürzt. Da werden wir ein bisschen was dazu sagen und auch ein bisschen auf Feedback von den Lesern eingehen. Wir werden kurz über einen SRAM-Sattelstützen-Prototypen referieren und haben natürlich auch wieder Bike-Hacks für euch. Und was wir dann noch so planen, machen wir ein bisschen von unserer Planung abhängig, wie weit wir durchkommen, aber das soll erstmal zur Info reichen. Und zurück zu Moritz. Ja, danke Hannes. World Cup in Monster in einem. Du hast es eben schon angesprochen, das war das drittletzte Rennen in diesem Jahr, beziehungsweise der vorletzte World Cup. Es stehen jetzt noch an der World Cup in La Presse am nächsten Wochenende. Das ist dann das Saisonfinale, was den World Cup angeht, und zwei Wochen danach dann die Weltmeisterschaft noch in der schönen Lenzer Heide in der Schweiz. Ja, Monster in einem. Wir haben es oft genug geschrieben, aber ich erwähne es nochmal. Monster Nine ist der absolute Klassiker unter den World Cups, weil Monster Nine tatsächlich schon seit Gründung des World Cups jedes Jahr fest dabei ist. Also entweder in Form eines World Cups oder hin und wieder auch mal in Form einer Weltmeisterschaft. Zum Beispiel auch nächstes Jahr. Ist jetzt seit, ich müsste lügen, aber seit über 20 Jahren auf jeden Fall ist es fest dabei. Ich meine, seit 22 oder seit 23 Jahren ist es fest im Downhill World Cup dabei, im Cross Country World Cup noch 2 Jahre länger, weil es den schon 2 Jahre früher gab. Und ja, es ist im Prinzip auch immer die gleiche Strecke oder mehr oder weniger unverändert. Es gibt dann hin und wieder mal eine neue Sektion, wie in diesem Jahr, aber so vom Charakter ist die Strecke immer ziemlich gleich. Sehr lang, sehr, sehr schnell. Also geht eigentlich erstmal im Schuss ein paar Skipisten runter. Ist dann entsprechend zum Finale extrem ruppig und ausgefahren. Unten gibt es dann noch ein paar fiese Waldsektionen mit riesigen Steinfeldern. Und ja, irgendwie denkt man sich jedes Jahr so ein bisschen, oh, Monster Enden, ja, haben wir jetzt schon so oft gesehen. Und nach dem Rennen denkt man sich dann, ja, schon cool, dass das immer dabei ist, weil es einfach so eine absolute Knallerstrecke ist. Und das Rennen war auch wieder ja, eines Klassikers würdig. Ihr beide habt es auch gesehen, oder? Jo. Hast du denn auch gedacht, cool, dass ich wieder dabei bin, als du im Training auf einmal relativ verloren an der Bergstation standst mit vielen anderen und das hat gekübelt? Ja, das, nee, das war nicht so toll. der erste Trainingstag ist ganz schön ins Wasser gefallen, kann man, glaube ich, so sagen. Normalerweise, auch wenn man sich Kanada nicht so vorstellen würde, es ist im östlichen Teil Kanadas, in der Nähe von Quebec. Man denkt doch, man wäre eigentlich schon am Meer. Aber es sind noch 1000 Kilometer. Ja, es sind noch 1000 Kilometer, aber ein Meeresarm reicht bis nach Monson Ann. Von daher hat man schon das Gefühl, aufs Meer zu gucken. Es ist gar nicht mal so wahnsinnig steil dort. Also ich glaube, der Berg, auf dem das Rennen stattfindet, der geht so auf vielleicht 1000 Meter hoch. Aber es sind eher so gemäßigtere Hügel. Also es ist nicht so, wie man sich Kanada jetzt aus British Columbia vorstellt, mit steilen Bergen und dichten Wäldern. Es ist schon ein bisschen anders. Und es ist vor allem jedes Jahr extrem heiß und man hat eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Also von daher hat es mich dann doch sehr an Australien erinnert, weil man eben auch oben am Start steht, aufs Meer schaut. Okay, krass. Es ist alles sehr saftig grün und dazu ziemlich warm und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, und dann am ersten Trainingstag ist es ganz schön zugezogen und pünktlich zum Start vom Herrentraining hat es richtig krass angefangen zu regnen. Sodass die ganzen Fahrer im Starthäuschen standen und sich nicht getraut haben, auf die Strecke zu gehen, beziehungsweise ja, genau wussten, wenn sie jetzt auf die Strecke fahren, dann dauert es maximal 10 Sekunden und sie sind komplett von oben bis unten durchnässt. Ein paar Mutiger sind dann auch losgefahren und ja, kurz danach hat es ein paar Schläge gegeben. Die Gondel ist zum Stehen gekommen, weil diverse Blitze eingeschlagen sind und nichts ging mehr. Ja, dann hat man ein bisschen gewartet, das Wetter hat sich beruhigt, wurde zwischendurch wieder sonnig.
Und dann ist es aber nach einer Stunde wieder sehr stark zugezogen und es hat wieder richtig heftig geschüttet. Also ja, ein richtiger Platzregen mit Sturm und Donner und Gewitter und allem, was man sich so vorstellt. Und dann ist tatsächlich was vorgekommen, was ich bisher in den 3 bis 4 Jahren World Cup, die ich bisher gemacht habe, noch nicht erlebt habe. Und zwar wurden alle Streckenposten eingesammelt und es wurde gesagt, das Training ist jetzt abgebrochen, unterbrochen, beendet, bis sich das Wetter wieder beruhigt hat. Und dann wurden wir alle zur Bergstation gefahren und mussten dort mit, keine Ahnung, 150 Leuten im Gondelhäuschen ausharren. Die Gondel ist natürlich nicht gefahren, wegen Gewitter und Blitzschlag, Gefahr und so weiter. Und niemand wusste so richtig, was jetzt passiert. Dann standen bzw. saßen wir 1,5 Stunden zusammen, bis dann die Durchsage kam, okay, das Training wird jetzt doch fortgeführt. Und jetzt bekommt jeder Fahrer nochmal 1,5 Stunden Trainingszeit, was trotzdem deutlich kürzer war als sonst, weil normalerweise hat man so ungefähr 3,5 Stunden Trainingszeit plus 1,5 Stunden Nonstop-Training, was dann für die Top 60 immer ist. Und so waren es dann insgesamt vielleicht 2 Stunden Training für die Fahrer. Das war ziemlich ungewöhnlich, extrem nass. Darf ich mal ganz kurz fragen? Du sagst so 2 Stunden und ja, da ist aber nicht jeder oder jede gefahren, oder? Das waren dann wahrscheinlich nur einige auf der Strecke. Oder ja, hat es jeder mal geschafft? Also jeder hat es mal geschafft, jeder hat es mal versucht, weil eben die Trainingszeit bei einem World Cup ziemlich begrenzt ist. Also wie gesagt, normalerweise hat man am ersten Trainingstag sind es, lass mich kurz überlegen, ich glaube 3,5 Stunden Training plus 1,5 Stunden Nonstop-Training für die Top-Fahrer, also für die Top 60 Herren, für die Top 10 oder Top 15 Frauen und Top 10 oder Top 15 Junioren, bin ich mir nicht ganz sicher. Also da hast du ungefähr 5 Stunden Training, was eigentlich recht viel ist, aber die Strecke ist eben auch 3 Kilometer lang und du hast eine Fahrzeit von 5 Minuten. Und was ist denn so ein kompletter Roundtrip mit wieder hochschatteln? Wie lange brauchst man dafür? Ja, normal, also hängt ein bisschen von der Strecke ab. Normalerweise machen die Fahrerinnen und Fahrer so 5 bis 6 Trainingsabfahrten am ersten Tag, würde ich sagen. Ja, das ist ja schon ordentlich. Und ja. Aber du musst eben auch alles einprägen und die Strecke verändert sich stark. Und dann am 2. Trainingstag vor der Quali schaffen die Fahrerinnen und Fahrer 2 Abfahrten und dasselbe nochmal vorm Finale. Also insgesamt hat man dann unter 10 Trainingsabfahrten plus Quali und Finale. Das muss dann ausreichen. Gibt es da viele Wartezeiten am Start? Oder geht das? Das eigentlich nicht. Also so im Vergleich zu einem europäischen Downhill Cup oder einem deutschen Downhill Cup würde ich sagen, ist es sogar noch ein bisschen entspannter, weil es einfach insgesamt weniger Teilnehmer sind. Aber die Trainingszeiten sind auch kürzer. Ich hatte da noch was von Rob Warner gehört. Der hatte irgendwie einen Plan, während der da oben stand. Was hatte der denn mal vor? Als ihr in einem Wartehäuschen wart? Der hatte den Plan, es gab eine neue Sektion, die jetzt zum allerersten Mal dabei war. Und er hatte wohl irgendwie auch vorher mitbekommen, dass die Übertragung von Red Bull mehr oder weniger da erst startet. Also die war so auf jeden Fall nach der Hälfte der Strecke. Und den ganzen oberen Teil kannte er. Und da wusste er auch, das wird jetzt abgesehen von der Fahrt aus dem Starthäuschen nicht übertragen. Und sein Plan war dann irgendwie so schnell wie möglich in diese neue Sektion zu rennen, um die sich zumindest einmal anzuschauen. Damit er dann weiß, was er bei der Übertragung erzählt. Und das hat er dann auch gemacht, obwohl er gewarnt wurde, pass lieber auf, es kommt gleich noch ein heftiger Sturm. Und pass mal lieber auf, du hast weiße Adidas-Schuhe mit weißen Kniesocken an. Aber hat er sich nicht von beirren lassen. Und dann ist er tatsächlich darunter gerannt und hat sich das alles angeschaut. Wollte sie eben perfekt auf seinen Job als Kommentator vorbereiten. Das ist Einsatz. Und muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen, also die World Cups werden ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren von Rob Warner und Claudio Calori kommentiert. Und Claudio ist natürlich recht nah an den Fahrern dran und macht ja auch normalerweise immer die Kursvorschauen, die kommentierten. Jetzt derzeit nicht, weil er noch
verletzt ist, aber ist insgesamt recht nah am Geschehen dran. Und bei Rob Warner sieht man es auch, dass er sich eigentlich immer den ersten Trainingstag Zeit nimmt und die komplette Strecke runterläuft, in jeder Sektion stehen bleibt, sich genau alle Linien anschaut, sich mit allen möglichen Fahrern und Teammanagern und allen möglichen Leuten unterhält, so über die verschiedenen Linien, über was auch immer, ob die Fahrer hier Probleme haben, welche Wurzel zu Problemen führt und so weiter, dass er eben perfekt vorbereitet ist. Also es ist nicht so, dass Claudio und Rob Warner sich dann sonntags in die Kabine setzen und so ein bisschen was erzählen, sondern die sind wirklich nah dran und gehen das Ganze auch relativ professionell und strukturiert an. Eines meiner Highlights war ja im Finallauf auch, und da über die Stelle hatten sie dann, glaube ich, auch gesprochen, die beiden, dass als Greg Minard dann diesen Riesenhack gemacht hat, den hat er, glaube ich, auch im Finale durchgezogen. Hat er durchgezogen. Sah schon sehr spektakulär aus, und ich glaube, vor Ort war es wahrscheinlich noch viel krasser. Ich habe es leider nicht gesehen, bin dann nach einem Training, nach dem Ende vom Training da runtergelaufen und habe, glaube ich, irgendein paar kanadische oder amerikanische Nachwuchsfahrer getroffen, die sich dann so drüber unterhalten haben, so, fährt man jetzt hier lang oder hier lang oder wie auch immer. Und dann meinte dann einer, ich habe gehört, Greg Minard ist da letztes Jahr irgendwie abgesprungen und ist bis hierhin gekommen. Und ich wusste halt, wo er abgesprungen ist und wo er gelandet ist, und habe denen dann gesagt, nee, der ist nicht bis hierhin gesprungen, sondern noch so 3-4 Meter weiter. Und es konnte halt niemand glauben, dass das irgendwie möglich ist, weil die Anfahrt, die ist einfach total ruppig, es schüttelt dich durch. Einen Absprung gibt es nicht wirklich, eine Landung gibt es eigentlich auch nicht, also keine Ahnung, was der sich dabei gedacht hat. Aber ja, ist schon sehr beeindruckend, was für Linien die da teilweise auspacken. Letztes Jahr war es so, dass... ganz kurz noch dazu. Letztes Jahr war es so, dass Greg Minard das wohl geplant hatte, das mal auszuprobieren, und hat dann auch ein paar Leuten, also einem Fotografen und einem Filmer, Bescheid gesagt, so hier in der letzten Trainingsfahrt vor der Qualifikation will ich das ausprobieren. Seid auf jeden Fall da, um das zu fotografieren und zu filmen, aber sagt niemandem Bescheid, weil er echt Angst hatte, dass jemand seine Linie kopieren könnte. Und naja, dieses Jahr hat sich dann eben rumgesprochen, dass er das letztes Jahr gemacht hat, war ja dann auch, glaube ich, im Stream war es nicht zu sehen, weil er letztes Jahr den Lauf etwas verkackt hat, aber es hat sich natürlich rumgesprochen, und trotzdem hat es dieses Jahr außer ihm und Thomas Istak niemand versucht. Das zeigt, glaube ich, wie krass diese Aktion war. Ja, aber generell wieder ein geiles Rennen, muss ich sagen. Also. Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Wie war so dein Eindruck von der Übertragung? Die fand ich insgesamt sehr gut. Also habe ich jetzt nichts zu meckern gehabt. Also war, ich fand, also grundsätzlich, man weiß halt tatsächlich einfach immer nie, wie genau, also man kennt die Strecke natürlich irgendwie grob, irgendwie, aber auch natürlich nur in Ausschnitten vom Trackwork, ich war noch nie da. Aber insgesamt fand ich die Übertragung absolut okay. Man weiß natürlich nicht, ob es jetzt sonst noch irgendwelche Highlights gab auf der Strecke oder so, aber ich fand es insgesamt war es eine gute Sache, und war ein krasser Lauf von Bruni halt. Ich hätte da eigentlich nicht mehr gedacht, dass der an Brosnan drankommt. Ja. War wieder völlig krass. Also, wir haben es tatsächlich dann mal wieder schön abends geguckt. Das ist halt immer der Vorteil bei Mont Saint-Anne. Wir haben uns zum Grillen getroffen und haben abends dann bei einem Bierchen schön im Wohnzimmer halt das Rennen geguckt. 20 Uhr ging es, glaube ich, los, deutscher Zeit. Und das ist tatsächlich so dann immer das Schöne, weil da hat man dann tatsächlich auch einfach mal Zeit. Sonst ist es mit World Cups irgendwie immer schwierig, gerade im Sommer, das Wetter ist super, und dann geht halt so um 15 Uhr ein World Cup los, und dann denkst du so, boah, jetzt sitzt du so drin, und das ist klar, es geht halt nicht anders. In Europa irgendwann musst du natürlich die Leute fahren lassen, aber tatsächlich finde ich dann so ein Mont Saint-Anne-Rennen immer irgendwie ganz nett, weil das dann schön zur Primetime halt einfach läuft. Das war cool. Ja. Also ich habe es vor Ort so empfunden, dass es eigentlich das beste Rennen des Jahres war. Also so das spannendste Rennen mit dem coolsten Siegerlauf. Wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal, dass ein Rennen auch entschieden wurde, weil dann jemand, der in der Quali sehr, sehr gut war, im Finale gestürzt ist oder einen platten Reifen hatte. Hier war es jetzt nicht so, sondern der beste Fahrer des Tages hat,
hat gewonnen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass sich alle sehr, sehr, sehr für Loic Bruni gefreut haben. Ja. Mir ging es genauso wie dir. Ich dachte, als Troy Brosnan ins Ziel kam und glaube, auf Loris Berger einen Vorsprung von 3 Sekunden oder so hatte, da dachte ich, der Drops ist gelutscht. Das war gerade der Siegerlauf und da kommt niemand mehr dran. Und dass Loic Bruni dann nochmal so einen rausgehauen hat, es war ja echt eine, im Prinzip eine perfekte Abfahrt von dem, was man gesehen hat. Ja. Und lustigerweise auch die ersten 3 Fahrer alle auf 650B unterwegs. Wo man eigentlich denken würde, eine Highspeed-Strecke wie Monster N, die sehr, sehr schnell und sehr, sehr ruppig ist und dann große Steinfelder hat, müssten 29er eigentlich klar im Vorteil sein. Ja, da hat man gesehen, dass es dann letzten Endes doch auf den Fahrer ankommt. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja, bei den Damen, Rachel, die hat mit einem ziemlich krassen Vorsprung auch gewonnen mit 5 Sekunden und danach wurde es auch ziemlich krass dann. Das war dann fast juniorinnenmäßig irgendwie. Tracy Hanna, die jetzt ja auch nicht langsam ist, aber die hatte dann nochmal, also auf Rachel 20 Sekunden Rückstand und danach Marine Cabirou und so weiter und so fort. Woran lag das? Hast du da irgendeine Idee? Weil normalerweise sind die jetzt doch auch nicht so krass voneinander weg. Gut, jetzt Miriam Nicole ist nicht ins Ziel gekommen, beziehungsweise nicht so in der richtigen Zeit. Nee, die ist gar nicht ins Ziel gekommen. Die ist, ist gestürzt und hat sich, glaube ich, den Sattel verbogen oder so und konnte dann nicht weiterfahren. Tracy Hanna hatte auch einen Defekt und zwar hat sie sich die Kettenführung zerstört und konnte deswegen nicht in die Pedale treten für einen Großteil der Strecke. Wobei man das jetzt auch nicht so sehr muss in Monster nennen. Also es hat sie sicherlich ein bisschen Zeit gekostet. Aber klar, 20 Sekunden Rückstand auf Rachel Atherton ist eine Ansage. Spricht aber auch sehr dafür, dass Rachel Atherton einfach extrem gut gefahren ist. Und je länger die Strecken sind und je physischer, desto stärker merkt man, denke ich, auch die Unterschiede bei den Damen. Und da ist es eben so, dass Rachel Atherton diejenige Fahrerin ist, die am besten mit solchen langen, harten Strecken zurechtkommt. Und ich glaube, bei Rachel Atherton merkt man eben auch, dass die letzte Verletzung jetzt eben doch relativ lang zurücklegt und sie immer besser in Fahrt kommt und zu ihrer alten Form findet. Ja, auf jeden Fall. Cool. Ja. Trotzdem ist es jetzt bei den Damen noch spannend, was die Gesamtwertung angeht. Das ist die einzige Kategorie, wo die Gesamtwertung vor dem finalen Weltcup in La Presse noch nicht entschieden ist. Tani Seagrave hat, glaube ich, 110 Punkte Rückstand auf Rachel Atherton. Normalerweise müsste Rachel Atherton das relativ problemlos nach Hause fahren, aber theoretisch ist es noch möglich, dass Tani Seagrave sich die Gesamtwertung sichert. Bei den Herren hat sich die Gesamtwertung jetzt schon entschieden. Amaury Pierron hat es tatsächlich geschafft, was ich total krass finde, weil vor der Saison hatte den niemand auf dem Schirm. Er ist zum großen Commercial-Team gewechselt und so. Und er war dann erst letztes Jahr in Val d'Isola beim letzten Weltcup aufs Podium gefahren. Aber dass er jetzt dieses Jahr die Gesamtwertung gewinnt, und zwar mit noch einem ausstehenden Rennen, was davor zuletzt Aaron Gwynn vor was weiß ich wie vielen Jahren geschafft hat. Und dass er jetzt mit 22 Jahren die Gesamtwertung gewonnen hat, was zuletzt Sam Hill vor über 10 Jahren geschafft hat. Und dass ein Franzose wieder die Gesamtwertung gewonnen hat, was davor, da muss man noch länger in der Zeit zurückgehen, das hat davor Nico Vuillot geschafft. Das ist, also ich glaube, da begreift man jetzt noch gar nicht, was für eine sensationelle Leistung das eigentlich ist. Ja, wirklich krass. Ich glaube, er hatte auch im Ziel, glaube ich, noch gar nicht realisiert, nachdem dann alle durch waren, dass er tatsächlich jetzt die Gesamtwertung geholt hat. Irgendwie, ich meine, in der Übertragung hätte dann Claudio gesagt, hat es ihm jetzt schon jemand gesagt, dass er auch das ganze Ding jetzt gewonnen hat, weil er torte da so relativ planlos rum. Nee, aber das stimmt nicht. Also da habe ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen aufgeregt in der Gesamtwertung, weil es war von vornherein klar, wenn er vor Loris Berger oder Laurie Greenland ins Ziel kommt, dann hat er auch die Gesamtwertung gewonnen.
Und er ist über die Ziellinie gefahren und war zwar nicht Erster, aber war vor Vergier und hat sich umgedreht und total gejubelt, was man jetzt, glaube ich, in der Übertragung nicht so sehr wahrgenommen hat. Nee, hat man nicht. Aber er wusste dann schon sofort, dass er die Gesamtwertung gewonnen hat. Und Vergier ist dann noch zu ihm hingerannt und hat ihn umarmt. Und glaube, noch ein paar haben sich total für ihn gefreut. Und ja, dann kam irgendwie so der Kommentar, ja, er weiß wohl noch gar nicht. Und wir haben jetzt die Bestätigung bekommen, dass er die Gesamtwertung gewonnen hat. Das war zu dem Zeitpunkt schon längst klar. Ja. Okay. Ja, aber auf jeden Fall, also ich hätte mich auch gefreut, wenn die Gesamtwertung jetzt noch bis zum letzten Rennen offen gewesen wäre, weil ich mir dann so vorgestellt habe, letzter Weltcup in Frankreich, die Franzosen sind immer sowieso total rennverrückt und wenn dann vor Ort noch ein Franzose die Gesamtwertung gewinnt mit dem letzten Rennlauf, das wäre sicherlich auch sehr, sehr krass, aber so ist es jetzt eben schon entschieden und absolut verdient entschieden. Ja, und freut mich auch total für ihn, weil er einfach ein sehr, sehr sympathischer Fahrer ist, der es wirkt so, als ob er ziemlich auf dem Boden geblieben ist. Er geht mit sehr viel Spaß an die Sache ran. Er hat eine sehr positive Ausstrahlung. Er ist total nett und höflich und finde ich cool, dass es geklappt hat. Ja, cool. Auf jeden Fall. Um die Cross-Country-Sache nochmal abzuschließen. Es gab natürlich auch ein Cross-Country-Rennen. Dort hat dann ausnahmsweise, muss man fast sagen, Matthias Flückiger gewonnen. Nino Schurter ist nur, in Anführungsstrichen, Siebter geworden. Hinter Anton Cooper. Und jetzt habe ich auch in den Kommentaren letztens noch gelesen, dass, also Anton Cooper, da gab es auf Instagram, glaube ich, ein Video, der hat sich ziemlich fies in dem Steinfeld hingelegt. Musste sich erst, sein Rad ist so weit geflogen, dass er sich erstmal umgucken musste und er hat es gar nicht gefunden. Wurde ihn von einem Zuschauer wieder hochgetragen. Und das habe ich auch gelesen. Meinst du dieses Steinfeld unter der Gondel? Oh, das weiß ich gar nicht. Also so ein bisschen im Offenen, wo es so in steinigen Serpentinen runtergeht. Ja, boah, genau. Da bin ich einmal nach dem Training runtergelaufen. Das ist sowas von krass. Also und er ist auf dem, ich glaube, er ist auf dem Track Pro Caliber, also auf dem Hardtail. Und das sieht nicht aus nach einem Hardtail-Gelände. Da will man mit einem Hardtail nicht runterfahren. Nee. Und er stolpert da. Und ich meine, der ist ein unfassbar guter Fahrer. Ich bin bei einem Pressecamp, glaube ich, da war er auch dabei. Und der ist einfach völlig krass, egal auf welchem Rad. Und er stolpert da halt mehr oder weniger irgendwie da runter, hat eine doofe Linie gehabt und dann ist halt voll über den Lenker gegangen und gut hingeknallt. Und das habe ich noch in einem Artikel, in einem Kommentar gelesen, dass er sich beim Sturz eine Hodenverletzung zugezogen hat und genäht werden musste nach dem Rennen. Autsch. Aber ich glaube, ja, tatsächlich, aber trotzdem ist er immerhin noch auf Platz 6 gefahren, was in der Verfassung wahrscheinlich auch nicht jeder irgendwie hätte irgendwie gekonnt. Und unser Herr, geliebter Herr Kirschbaumer ist Zweiter geworden. Der fährt auch eine ganz schön starke Saison. Ja, definitiv. Niemand auf dem Schirm gehabt. Da hatten wir vorhin schon drüber geredet, wie Emily Betty, die auch wieder aufs Podium gefahren ist, auf Platz 3, die jetzt auch diese Saison ganz schön stark vorfährt. Konstant macht sie das vor allem. Genau. Das war früher auch nicht so. Ja, genau. Yolanda Neff hat gewonnen bei den Damen. Und genau, so viel zum Thema Cross-Country. Ja, da bin ich gespannt, was du vom nächsten Wochenende dann mitbringst. La Bresse, auch immer ein ziemlich geiles Rennen, wenn ich an die letzten Jahre denke, so, wenn es im World Cup war. Ja, es ist jetzt schon eine Weile her, dass es im World Cup drin war. Ja. Ich glaube, 5, 6, 7 Jahre. Oh, okay, ich selbst hätte ich es auch nicht gedacht. Ja, doch, es ist schon eine Weile her. Ich glaube, es war also irgendwie so 2012, 2013 auf jeden Fall, bevor ich mit der ganzen Sache angefangen habe. Ist jetzt auch dieses Mal eine komplett andere Strecke. Also ich meine, die letzte Strecke, die ging so eigentlich ziemlich viel über Wiesen, war nicht besonders lang und hat mehr oder weniger im Ort La Presse geendet, weil ich noch genau wie Brooke McDonald sein Fahrrad zerstört hat. Markus, ich würde dich bitten, das Video zu verlinken. Ja. Das ist immer noch mein Lieblingsvideo in der ganzen IBC-Geschichte. Und zwar war er damals auf einem Evil unterwegs und er fährt aus dem Starthäuschen raus. Es dauert keine 5 Sekunden, bis er auf einmal so 3 Meter hoch in der Luft steht. Kommt auf, es tut einen Schlag,
Man hört genau, der Rahmen ist jetzt irgendwo durchgebrochen. Oh, das habe ich auch. Und, das weiß ich auch noch her. Ja. Und dann guckt er runter, merkt auch sofort, Fahrrad komplett im Eimer. Und dann spricht er noch irgendeinen etwas älteren französischen Streckenposten, der garantiert kein Wort Englisch spricht, spricht er noch an und meint, ja, krasse Aktion, ne? Und freut sich voll, dass er jetzt diesen Rahmen zerstört hat. Ich würde dich bitten, dieses Video einzubinden. Es ist wirklich grandios. In den Shownotes. Ja, also auf jeden Fall, damals war es noch eine andere Strecke, eher überwiesen und so. Dieses Mal ist es im Bikepark La Presse. Da wurde wohl, also ist ein paar Kilometer entfernt, bisschen außerhalb von La Presse, da wurde wohl fleißig gebaut. Anscheinend konnte man sich auch schon einen Teil der Strecke anschauen. Ich bin gespannt, wie es wird. Ist dann vor allem durch den Wald. Es gibt, glaube ich, eine große Jumpline unter dem Lift entlang. Ich habe jetzt schon so ein paar eher enttäuschte Stimmen von französischen Fahrern gehört, die gemeint haben, ja, hätten sich schon eine eher naturbelassenere Strecke gewünscht. Scheinbar scheint es schon eher ein bisschen Bikepark-mäßig zu sein. Andererseits, vor Kroatien haben auch alle Fahrer inklusive Profis rumgemeckert, so hier kann man noch unmöglich einen World Cup austragen, und vor Ort war es dann letzten Endes ganz cool. Also von daher freue ich mich einfach extrem drauf. Ich finde es gut, dass eine neue Strecke dabei ist. Es ist eine neue Herausforderung für alle Fahrer. Es gibt keinen Vorteil für diejenigen, die jetzt zum 13. Mal in Fort William gefahren sind, sondern die Karten werden neu gemischt, und das finde ich sehr cool. Durfte keiner üben dort. Ja, ich erinnere mich an La Bresse 2. Ja, ich weiß nicht, wann es war. Also das letzte Mal La Bresse auf jeden Fall. Da gab es eine GoPro-Vorschau, und wirklich alle Leute bei uns, die haben auch rumgenölt. Ach, das ist doch keine World Cup-Strecke, wie popelig. Das sieht doch super lame aus. Und dann war es aber doch eine extrem amtliche Abfahrt, nachdem dann wirklich die Profikameras drauf waren und die Fahrer halt runtergefahren sind. Und ich denke, ich könnte mir vorstellen, so wird es dieses Mal auch. Also es wird. Hannes, kannst du dich noch an Josh Briceland in La Presse beim letzten Mal erinnern? Nee, gerade nicht. Nee. Es war, wenn ich mich richtig erinnere, war es so das erste Rennen, wo Josh Briceland richtig gut gefahren ist. Damals mit, keine Ahnung, wie jung er da war, wahrscheinlich 15 oder so. Nee, also Anfang 20, als er noch wirklich jung war. Und es war das erste Rennen, wo auf einmal Josh Briceland hat wirklich Chancen zu gewinnen. Und dann hat er sich, glaube ich, auch sehr, sehr gut qualifiziert und hat eine super Zeit oder eine super Abfahrt hingelegt und ist dann, damals war er noch auf Flat-Pedalen unterwegs. Ah, und ist vom Pedal gerutscht. In der letzten Kurve vor dem Ziel-Double ist er vom Pedal gerutscht, hat noch versucht zu bremsen und ist dann, statt über den Ziel-Double zu springen, ist er mit ungefähr 10 km/h über den Absprung gerollt und einfach ins Gap reingefallen. Und das hat ihn dann dazu bewegt, auf Klickpedale umzusteigen. Ich habe genau dieses Video, während du es gerade gesagt hast, in Echtzeit auf YouTube gesucht und in Slow Motion gefunden. Ja. Es lohnt sich wirklich sehr, ja. Das ist war in Echtzeit, wie du es erzählt hast, hat er diese Aktion getan. Das war tatsächlich, es ist sehr, sehr witzig, ja. Ich habe gerade unseren Channel gepackt, das kannst du auch sehr gerne in die Shownotes packen. Passiert. Und es ist, ja, es sieht, ich sag mal so, es sieht nicht gerade sehr professionell aus, was er da tut. Es sieht so aus, als könnte er absolut nicht Fahrrad fahren. Ich habe jetzt schon von vielen Leuten gehört, dass Josh Briceland der talentierteste Mountainbiker der Welt ist. Und auch cool zu sehen. Damals ist er zwar schon fürs Syndicate gefahren, aber war noch eher ein unbekannter Fahrer, vor allem neben Steve Peat und Greg Minnaar. Und mittlerweile ist er einer der, fährt zwar keine World Cups mehr, aber ist trotzdem einer der einflussreichsten Fahrer der Welt. Und interessant zu sehen, was ihm damals passiert ist und dass das trotzdem keine Karriere beendet hat, sondern man jetzt zurückblicken kann und drüber lachen kann. Seitdem versteht man ihn nicht mehr, wenn er redet. Genau. Er hat sich die Zunge eingeklemmt und ist auf dem Sprachzentrum gelandet. Ja, gut. Haken wir das Thema World Cup dann erstmal ab. Wie gesagt, ich bin gespannt auf nächste Woche. Ja, bitte. Ganz kurz, falls man es nicht mitbekommen hat, das ist nämlich so ein bisschen untergegangen. Aaron Gwynn ist nicht mitgefahren Ja. In Monster Nine.
und hat stattdessen fleißig ein Fahrrad getestet, ein YT Tours. Oh. Kann man auf Instagram sehen. Und ich glaube, die Laufräder da drin sahen ziemlich groß aus. Ja. Ja, bin ich mal gespannt. Nur mal so viel dazu. Ja, also da laufen schon die Vorbereitungen auf die WM in der Schweiz. Vielleicht gibt es ja dann wieder mal irgendwann einen 29er oben auf dem Podium. Genau. Ja. Ja, also, was haben wir noch im Programm? Wir haben, und das hat jetzt gar nichts mit dem World Cup zu tun, wir haben letztes Mal in den Bikehacks das EDC-Tool vorgestellt. Das Tool, was man im Gabelschaft versenken kann und dort mit wenig Aufwand direkt nutzen kann. Wir haben das Ding jetzt auch getestet, beziehungsweise habe ich es schon die letzten Monate eigentlich getestet, aber der Testbericht ist vor kurzer Zeit online gegangen. Den möchten wir euch nochmal ans Herz legen. Da wird genau erklärt, wie man das Tool einbaut, wie man es benutzt, was man da alles dran bauen und basteln kann. Und ich benutze es weiterhin und bin ja immer noch sehr zufrieden. Ein sehr, sehr spannendes Teil. Und ja, unsere Eindrücke, die lest ihr im Test und die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Genau, das zu dem EDC-Tool. Ja. Ja, ohne da zu viel vorwegzunehmen, weil wir wollen ja, dass die Leute gerne unseren Test lesen. Mhm. Aber das Teil ist schon ziemlich cool, ne? Ja, auf jeden Fall. Du fährst es, glaube ich, auch, Moritz, ne? Ja. Ja, und auch in meinem Freundeskreis haben es eigentlich mittlerweile alle im Gabelschaft installiert. Und es ist nicht nur super praktisch, das da zu verstauen, sondern ich finde das Werkzeug tatsächlich auch einfach sehr, sehr gut und hochwertig verarbeitet. Und das ist alles dran, was man braucht. Also es ist nicht nur so, ja, hier hast du eine Lösung, die gut integriert ist, aber ansonsten mies ist, sondern es ist von vorne bis hinten super. Ach, wer sich noch ein bisschen sucht, wer ein bisschen Zerstreuung sucht, der darf sich gerne auch die Kommentare dazu durchlesen. Da werden unter anderem ernsthafte Diskussionen darüber geführt, ob diese 126 Gramm im Gabelschaft die Fahrdynamik negativ beeinflussen. Ich denke, und ja. Ob man es lieber lässt, weil Bunnyhops vielleicht dann nicht mehr ganz so hoch funktionieren oder so, oder ob man das eventuell irgendwie doch macht. Und ja, also darüber wird ernsthaft diskutiert und das lohnt sich sehr. Am letzten Wochenende war die deutsche Downhill-Meisterschaft. Und für all diejenigen, die sich fragen, ist dieses Tool vielleicht, hat es irgendwelche negativen Auswirkungen darauf, ob mein Bunnyhop jetzt 14 oder 15 Zentimeter hoch ist oder klappt der Wheelie einen halben Meter kürzer oder was auch immer. Christian Textor ist einfach mal auf seinem Enduro-Bike an den Start gegangen bei der deutschen Downhill-Meisterschaft und ist gefahren mit, ich habe gerade den Instagram-Beitrag offen, 160 mm Federweg vorne, 140 mm Weg hinten. Er hatte ein Tool an seinem Fahrrad installiert, einen Ersatzschlauch, immer sehr praktisch bei einem Downhill-Rennen, eine CO2-Kartusche, ein paar Kabelbinder, weil man weiß ja nie, was während so einem Rennen alles abfällt, dann noch so ein paar Bürstchen für die Reifen. Ein muss ja auch passieren bei Luftverlust. Ja, ein Kettenglied und eine halbvolle Wasserflasche. ja, er ist halt, vielleicht lag es daran, dass er dann nur Zweiter geworden ist hinter Max Hartenstern. Ja, aber lame. Ja, aber zumindest stilvoll. Ja, genau. Jeder, der interessiert ist, der kann sich übrigens dieses Bild von Taxi und da ist auch seine Wasserflasche dabei und der ganze Kram, der ganze Krempel an seinem Fahrrad, der kann sich das Ganze in den Shownotes im Link angucken. Wir haben nämlich passend dazu 33 Fahrer vorgestellt von der deutschen Downhill-Meisterschaft und ich gucke es mir gerade an, es sieht wirklich, er sieht eher aus, als würde er jetzt zu einem schönen Enduro-Rennen starten und nicht zu einer deutschen Downhill-Meisterschaft. Ja. Hat Wobei man das Ganze auch ein bisschen relativieren. Ja, Hannes, sag du erst noch. Ja, Erik Irmisch, ist übrigens auch auf einem modifizierten Rad unterwegs gewesen, und zwar ist er auf dem Capra gefahren mit Doppelbrücke. Capra 29, oder? Ich glaube ja. Ja, das sieht nach 29 aus. Mhm. Ja. Man muss das, jetzt mit dem Rad, auf dem Taxi an den Start gegangen ist, das muss man so ein bisschen relativieren, weil es kam jetzt auch schon bei uns die Diskussion auf, da kommt einfach jemand an
und fährt auf seinem Enduro bei der deutschen Downhill-Meisterschaft mit und dann fährt er auf einmal noch gut. Mhm. Schlussfolgerung, es ist keine Downhill-Strecke, sondern eine Enduro-Strecke. Und ich finde, das muss man relativieren, weil Taxi in diesem Jahr, ich kenne keine genauen Zahlen, aber ich würde mal denken, zu 90% auf seinem Enduro-Rad unterwegs war. Mhm. Er ist ein paar EWS-Rennen mitgefahren, er ist der deutsche Enduro-Meister. Er fährt dieses Rad einen Großteil seiner Zeit und für ihn war es wahrscheinlich einfach nicht sinnvoll, jetzt vor der deutschen Meisterschaft noch auf ein Downhill-Rad zu wechseln und sich komplett umzugewöhnen, sondern er ist halt das gefahren, was er am besten kennt. Und die Strecke war relativ kurz. Ich glaube, auf einer 7-Minuten-Ballerstrecke wäre das nochmal eine andere Sache gewesen. Aber er ist halt dieses Rad gefahren. Das hat geklappt mit all seinen Vor- und Nachteilen. Heißt jetzt aber nicht, dass die Strecke irgendwie mies war oder keine Downhill-Strecke war oder man die ganze Veranstaltung in Frage stellen sollte. Im Gegenteil, also und woran man auch sieht, dass Christian Textor genau dieses Rad extrem gewohnt ist. Ich möchte nur an die Enduro World Series in Petzen und Jamnica erinnern. In Österreich und in Slowenien, da ist er nämlich auf Platz 20 bei den Herren gefahren, was absolutes Mega-Top-Level ist im Enduro-Bereich. Und ja, ich meine sogar, dass es das beste Ergebnis eines deutschen Fahrers in der Geschichte der EWS ist. Ja, davon ist auszugehen. Mir fällt sonst auch jetzt niemand ein da vorne. Mhm. Genau. Also das ist wirklich super stark, was Taxi in diesem Jahr abreißt. Wir haben auch bald einen Bike-Check von seinem Bulls Enduro Trail Downhill Alles Bike. Ist eine sehr spannende Sache, auch mit vielen coolen Lösungen. Aber auch da sieht man, es liegt einfach vor allem am Fahrer. Ja. Apropos bestes deutsches Ergebnis, da leite ich ganz kurz nochmal direkt zu einem anderen Ergebnis vom Wochenende über. Und zwar, wir waren ja jetzt leider nicht vor Ort in Whistler, aber was auch nicht, was wir auf jeden Fall erwähnen wollen, ist auch, dass beim berühmten Joyride Slopestyle, was so allgemein hin als das Slopestyle-Event des Jahres eigentlich immer bezeichnet wird, ist Erik Fetko, der übrigens in Una wohnt, auf Platz 3 gelandet. Und das ist auch mit Abstand, zusammen mit Lukas Knopf, der auf Platz 10 gelandet ist, ist es mit Abstand das beste Slopestyle-Diamond-Ergebnis, was eigentlich je aus deutscher Sicht irgendwie erzielt wurde. Und wenn man sich die Runs nochmal anguckt, es gibt das Replay auf MTB News, dann sieht man auch, dass er völlig, völlig verdient auf Platz 3 gelandet ist, hinter Nikoli Rogatkin, der halt mal wieder komplett alles abgefeuert hat, und Brad Reed auf Platz 2. Also die beiden, die haben sich, da merkt man, also die sind nochmal eine Klasse höher als alle anderen im Moment. Aber direkt dahinter kommt dann Erik Fetko, der vom Boner Log zum Beispiel, was hat er gemacht? Ein 360 Double Tailwhip to Tabletop. Unter anderem, also der hat sehr, sehr wilde Sachen eingebaut und extrem krasse Kombinationen. Wir werden in Kürze auch ein Interview mit Erik Fetko auf MTB News haben und da könnt ihr gespannt sein, denn ich glaube, von dem Kollegen wird man noch einiges hören. Tricktechnisch. Ja. Genau. Ja. Hast du dir das angeschaut, Hannes? Die Übertragung? Ich habe ein bisschen durchgeskippt, ehrlich gesagt. Die lief ja zu relativ nachtschlafender Zeit um 1.30 Uhr. Deswegen habe ich es mir ehrlich gesagt nicht gegeben, aber ich habe mir die Top-Läufe angeguckt von Rida und Rogatkin und von Erik Fetko. Es war relativ neblig da in Whistler. Wir waren, wie gesagt, dieses Jahr ausnahmsweise nicht vor Ort. Aber es ist unfassbar, was mittlerweile halt für ein Level einfach gefahren wird da oben. Und Whistler gucke ich mir generell immer sehr gerne an. Also wenn wir nicht vor Ort sind, dann normalerweise immer in der Nachschau irgendwie, weil das einfach eine geile Strecke ist dort in Whistler, der Boneyard. Da werden immer ziemlich coole Sachen gebaut. Die sind unfassbar groß. Wenn man vor Ort ist, Moritz weiß es auch, dann ist das unfassbar. Man sieht die in der Übertragung und denkt so, ja gut, dann springt man jetzt halt von diesem Boner-Log. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass dieser Boner-Log 45 Grad nach oben zeigt und irgendwie 6 Meter lang ist und dann hat man noch, ich glaube, keine Ahnung, einen Abstand von 8-9 Metern oder so, bis dann halt der Landehügel kommt. Und man muss einfach mit 50 km/h da hochballern, dann sieht die Sache halt nochmal anders aus und dann will man auch noch Tricks drüber machen. Also das ist wirklich, wirklich irre, was da mittlerweile abgeht. Und
von der, da gibt es noch so eine Cabin, also so eine Hütte quasi, da steht, und da wird einmal draufgesprungen und dann mit einem Kicker wieder runtergesprungen. Da fliegt man auch ganz schön hoch durch die Luft, und da hat Nikolai Rogatkin nur zur Einordnung zum Beispiel einen Frontflip No Attack No Hand darunter gemacht. Also ein Trick, der auf eigentlich nicht möglich ist unter den Voraussetzungen. Auch vom Zieldrop mit flachem Absprung, also kein Kicker oder so, hat Brad Reeder einen Backflip Tailwhip gemacht. Das heißt, er hat das Rad in Bunnyhop so hoch gewuchtet, dass er gleichzeitig noch das Rad nicht nur, also dass er nicht nur sich selbst um die eigene Achse drehen kann, sondern dazu auch noch einen Tailwhip initiieren kann. Mhm. Es war unfassbar. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von Slopestyle-Veranstaltungen. Mhm. Aber habe es mir jetzt ehrlich gesagt in den letzten ein, zwei Jahren wieder ganz gerne angeschaut. Gerade in Innsbruck beim Crankworx, finde ich, ist es immer sehr sehenswert. Und dieses Jahr, wegen Zeitverschiebung, wie du gesagt hast, es wurde zu einer Zeit übertragen, wo man eigentlich schon schläft. Ich habe mich da gerade schlafen gelegt und nochmal kurz aufs Handy geschaut und gesehen, hier läuft der Livestream, guckst du mal rein. Und ich habe genau pünktlich zu Erik Fettko eingeschaltet und mir gedacht, okay, ein Deutscher im Finale, cool. Schaust du dir mal den Lauf an. Erster Sprung, zweiter Sprung, dachte ich mir, krass, es ist ja, also er fährt extrem sauber dazu, zeigt da technisch ziemlich anspruchsvolle Tricks mit einem guten Style, und dachte dann so, ja, hoffentlich schafft das irgendwie ins Ziel, und das hat er dann geschafft, und das war jetzt so ein guter Lauf, und da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und wie sich dann Rogatkin und Brad Reeder gebattelt haben, das war auch war super cool. Also echt sehr, sehr sehenswert, wer sich das Replay anschauen will. Es ist online, und auch unfassbar, wie sich der Slopestyle-Sport entwickelt hat. Also das, was man vor ein paar Jahren dachte, was man nicht dachte, was irgendwann mal möglich ist. Also sozusagen das Undenkbare ist mittlerweile so der absolute Standard. Und die Jungs zeigen da die Tricks mit einer Souveränität und Routine, die echt ganz schön beängstigend ist, finde ich. Jo. Ja. Was ich noch eine kleine Anekdote oder ein kleines Detail, was ich auch sehr beeindruckend fand, weil du es eben auch angesprochen hast mit dem Frontflip Tuck No-Hander von Rogatkin. Das hat Anthony Masseri auch gemacht, allerdings nicht von der Cabin runter, sondern vom zweiten Sprung. Also es gab ja einen Startdrop, dann einen Double und dann auch so eine Art Boner-Lock, beziehungsweise ein Teil mit einem geraden Absprung. Oder ich weiß gar nicht, ob das Boner-Lock schon da oben war. Auf jeden Fall ein ziemlich gerader Absprung, der so auch im 45-Grad-Winkel in die Luft gezeigt hat. Da hat er dann auch entweder einen Frontflip-Tuck-No-Hand oder einen Frontflip-Barspin runtergemacht. Und man hat es in der Zeitlupe von der Seite, fand ich sehr cool analysiert von Tyler McCall, hat man gesehen, er ist nicht bis zur Absprungkante gefahren und hat dann diesen Frontflip gemacht, sondern schon als er die Rampe hochgefahren ist, so auf halbem Weg, hat er einen Pre-Jump gemacht und war an der Absprungkante schon um 90 Grad nach vorne gedreht. Also da muss ich unbedingt nochmal nachschauen, ob man das in der Wiederholung irgendwo findet. Das fand ich einfach so krass. Also du hast da einen 9-Meter-Gap vor dir und weißt, du machst da gleich ein Vorwärtssalto mit einem Tuck-No-Hander runter und dann auch noch irgendwie da einen Pre-Jump zu machen. Also ich finde, da hat man gut gesehen, auf was für einem unfassbaren Niveau das mittlerweile angekommen ist. Absolut, ja. Gut, ja. Wir gehen nochmal kurz zur EWS. Wir bleiben in Whistler, wir gehen kurz zur EWS rüber. Und zwar gab es einen Grund, warum Ines Thoma nicht gestartet ist. Und warum sie nach, ich glaube, wie viel waren es? Ich glaube, nach 41 EWS-Rennen, die sie bisher ohne Unterbrechung mitgefahren ist, zum ersten Mal aussetzen musste. Und zwar ist sie auf einer Trainings... 41 EWS-Rennen. Nach allen 41, genau. Die hat kein einziges verpasst, seitdem die EWS existiert. Und die ist auf dem A River Runs Through It Trail unterwegs gewesen. Ein Valley Trail mit North Shores und Wippen und anderen Holzelementen. Und da ist sie sehr blöd gestürzt und hat sich die Nase und zwei Wirbel gebrochen. Aus einer ziemlich hohen Höhe. Und wurde dann relativ zügig nach Deutschland auch wieder ausgeflogen. Also ihr geht es aber jetzt soweit gut. Ich glaube, sie wurde jetzt auch schon operiert.
Ja, sie wurde an der Nase operiert und die Wirbel genau. müssen nicht operativ versorgt werden. Ja, und ja, also an erster Stelle wollen wir sagen, nochmal gute Besserung, Ines, dass du hoffentlich jetzt bald wieder am Start bist in dieser Saison noch. Also sie plant, soweit ich weiß, sie würde gerne im Finale an den Start gehen, aber das hängt jetzt davon ab, wie gut die Heilung verläuft. Und ja, sie wurde netterweise vom Team dann auf Business Class umgebucht, weil sie halt eigentlich kaum sitzen konnte und so konnte sie wenigstens ein bisschen liegen. Und ja, also das bestätigt wieder mal so ein bisschen, dass tatsächlich die blödesten Stürze gar nicht so im Moment der krassesten Abfahrten passieren, sondern auch ganz oft auf den relativ in Anführungsstrichen einfachen Sachen. Ja. Geht euch das auch so? Yes. Stürzt ihr auch eher so? Oder sind es eher die krassen Sachen, wo ihr dann bei stürzt? Also ich habe mir den letzten Sturz auf einem Feldweg zugezogen, als das Vorderrad in einer Spurrinne hängen blieb. Und ich bin da halt echt hart hingefallen, habe mir den Ellbogen geöffnet und das Knie hat geblutet und alles. Und das ist schon unglaublich, dass es denn doch meistens auf so einfachen Sektionen passiert oder Strecken passiert, die man auch schon tausendmal gefahren ist. Und wenn man dann doch mal irgendwie in den Steinen oder so rumballert, naja, das klappt dann meistens. Man ist vielleicht nicht so schnell wie andere Leute dort, aber fiese Verletzung habe ich da zumindest noch nicht gehabt. Auf dem richtig harten Terrain. Ist schon irgendwie komisch. Wahrscheinlich ist es aber auch einfach eine Frage der Statistik und der Wahrscheinlichkeit, dass halt die Stürze eben dort passieren, wo man hauptsächlich unterwegs ist. Und ja, also kann ich für mich persönlich so bestätigen, wenn ich mir überlege, so meine blödsten oder fiesesten Stürze waren eigentlich alle in Situationen, wo einfach viel zusammengekommen ist und auch Pech eine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel jetzt der letzte Sturz, der mich ganz schön mitgenommen hat. Da waren wir in Frankreich unterwegs, in Samoans, wo auch schon EWS ausgetragen wurde, sind auch ein paar Trails aus der EWS gefahren und das war alles cool. An den Sektionen, die mir zu krass waren, bin ich dann eben nicht so schnell gefahren oder habe mir eine Linie gesucht, die für mich fahrbar ist. Und wir haben den ganzen Tag mit was weiß ich wie viel 1000 Tiefenmetern total problemlos überstanden, hatten viel Spaß und auf dem letzten Verbindungsstück vom Trailausgang bis in den Ort rein war noch ein relativ schnelles Schussstück. Ich fahre nichts an drauf, war ziemlich zugelaubt, also viele Blätter auf dem Boden, die auch so ein bisschen nass waren und ich sehe noch rechts neben mir läuft ein ziemlich ausgetrockneter Fluss lang. Und da geht mir auch schon das Vorderrad weg und keilt sich ein zwischen irgendwas und Stein und ich fliege mit 30, 35 km/h über den Lenker mit dem Kopf voraus in dieses fast ausgetrocknete Bachbett und da kam dann raus, dass unter den Steinen eine Holzbrücke war, auf der ich einfach weggerutscht bin, weil ich sie nicht gesehen habe und das Fahrrad ist dann zwischen dieser Holzbrücke und der Seite vom Trail hat sich einfach verhakt und mich über den Lenker geworfen. Das ist eine Sektion, wenn ich gewusst hätte, was da ist oder so, dann hätte ich einen Gang rausgenommen. Es war absolut kein technischer Anspruch dabei. Es war einfach so ein bescheuerter Sturz oder Pech oder wie man es will. Ja. Und so kenne ich das eigentlich von mir. In anspruchsvollen Sektionen, wie gesagt, da nehme ich dann einen Gang raus oder bin vielleicht auch ein bisschen konzentrierter oder was auch immer. Es ist mir persönlich jetzt noch nicht so passiert, dass ich zum Beispiel irgendwie einen neuen Sprung ausprobieren wollte oder einen noch höheren Drop oder irgendeine verrückte Linie und mich dann dabei heftig abgelegt habe, sondern es sind irgendwie immer so die blöden Situationen, die dann zu blöden Situationen führen. Das geht mir auch so. Da fällt mir nämlich ein, wo ihr gerade eure Sachen erzählt habt, mir ist auch einer der blödsten Stürze in Whistler passiert. Da bin ich hinter meinem oder unserem Ex-Kollegen Kai hinterhergefahren, der ein sehr, sehr sicherer Fahrer ist und auch ein sehr guter Vorfahrer ist. Und der hatte mich, das bin ich, glaube ich, das zweite Mal überhaupt dann gefahren, über die A-Line gezogen. Also ich sag mal, wer gut in der Luft ist, der kommt da, denke ich, so ganz gut drüber. Aber die A-Line ist durchaus jetzt, sind doch relativ große Sprünge, die man vor allem mit relativ viel Tempo springen muss. Und ich war total voll Adrenalin, weil ich natürlich wusste, okay, es ist normalerweise, muss ich sagen, sind es für mich nicht so, ist nicht so meine Kragenweite. Solche großen Sprünge, gerade in Deutschland, gibt es die nicht so super oft.
Und ich war total begeistert, dass ich eine bestimmte Dreierkombination hintereinander gesprungen bin, überall perfekt reingekommen bin. Und dann waren wir eigentlich kurz vorm Ziel. Da gibt es dann den bekannten oder gab es den bekannten GLC-Drop kurz vorm Ziel. Und es wurde jetzt ein bisschen umgebaut. Und kurz vorher kommt noch so eine, ein Absprung nach rechts. Und da ballert man halt einen 50 drauf zu. Und ich in Gedanken halt schon volle Kanne beim GLC-Drop, wo du am besten abspringst und so, weil beim ersten Mal hatte ich ihn ausgelassen und dann springe ich, also man muss bei diesem Sprung nach rechts rüberziehen, sich aber links ein bisschen reinlehnen, weil es halt so ein bisschen Hip-Jump-mäßig ist. Ja, und ich ziehe wunderbar nach rechts rüber, lehne mich aber blöderweise auch nach rechts rein und nicht nach links. Und bin dann also, ich hatte ungefähr, ich würde sagen, 45 Sachen drauf. Und der Boden, wer halt schon mal in Whistler war, auf diesen Jump Trails, ist der Boden halt betonhart. Ja, und dann bin ich halt mit der kompletten rechten Seite halt dann aus 45 km/h dann in den Boden halt gekratert. Wir verlinken das Video dazu in den Show Notes, das gibt es nämlich bei mir. Also das war Gott sei Dank der vorletzte Tag, glaube ich. War ein bisschen schade, weil ich tatsächlich den nächsten Tag mich nicht wirklich bewegen konnte und auch nicht zum Canadian Open DH oben an Hecklers Rock konnte, was super schade war, aber ich konnte einfach nicht laufen. Meine komplette rechte Seite war Matsche. Ich habe mir nichts gebrochen oder so, aber es war halt alles rot und blau und das war nicht schön, aber das war genau so ein Ding. Man ist eigentlich in Gedanken schon dann am Ende und denkst du, ja, das reitest du jetzt easy ab und dann holt dich knallhart die Realität ein und du weißt, hey, guck mal, die Sache, da ist nicht mit zu spaßen. Also bleibt halt dann doch die A-Line. Also ja, wer die A-Line gefahren ist, der wird es vielleicht kennen oder generell die Trails, da ist halt aber sehr schnell. Ja, genau, Ja. das nochmal dazu. Aber halt auch wieder so eine, ja, Aktion, wo Pech einfach auch eine Rolle gespielt hat oder Absolut, unkonzentriert ja. hat oder wie auch immer. Ja, ich habe halt einfach, ich ging davon aus, es geht gleich nach rechts und weil ich davor den Trail halt einmal gefahren bin. Ja. Ja. Ist jetzt bei Ines ja jetzt auch so gewesen, dass, also ich meine, du hast es eben schon gesagt, sie ist Enduro-Profi, sie ist bei den letzten 41 EBS-Rennen an den Start gegangen, auch immer sehr, sehr erfolgreich gefahren. Sie hat in unserem Interview erzählt, dass sie davor eigentlich noch nie eine ernstere oder größere Verletzung hatte. Und sie hatte jetzt nichts bei dem Sturz, der jetzt passiert ist, hat sie nichts total Krasses versucht, also irgendwie im Rennlauf ein Steinfeld zu gappen oder so, sondern sie ist von einem Holzelement runtergefallen und einfach unglücklich aufgekommen. Also ja, da ist einfach auch wieder viel zusammengekommen und wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen wäre sie von dem Holzelement anders runtergefallen und hätte sich dann, keine Ahnung, einen Ellenbogen aufgeschlagen oder was auch immer oder hätte sich vielleicht gar nicht wehgetan. Also ich denke, wer so viel unterwegs ist wie jemand, der oder die in der EWS seit 5 Jahren jedes Rennen mitfährt, da passieren einfach hin und wieder Stürze. Es gehört dazu. Also ist ja letzten Endes ist und bleibt es Mountainbiken und nicht irgendwie Hallenhalmer oder so. Ja, das muss Ja. eh auch jeder selbst einpreisen, also das Risiko. Das besteht halt. Das wissen auch zum Beispiel die Das Krankenkassen, die dann immer einen Brief schreiben, wenn mal irgendwas ist und man sich zum Arzt begibt und die Abrechnung bekommen. Und dann kommt auch immer gleich die Frage, was ist denn da genau passiert? Erklären Sie doch mal, füllen Sie doch mal bitte aus. Muss jeder für sich abwägen, ob es das wert ist oder nicht. Das finde ich auch das einzig Doofe am Mountainbiken, ehrlich gesagt. Also es gehört ja leider irgendwie dazu und so ein bisschen Adrenalin und so, aber ich merke einfach, dass ein Sturz, der wirft einen, wenn er halt hart war, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch ganz Ja, oft ganz so weit klar. zurück. Und ich finde, also darauf könnte ich sehr gerne verzichten beim Mountainbiken, muss ich Ja, sagen. Ja, definitiv. das stimmt. Ja. Meine Großeltern haben immer zu mir gemeint, also die können mit Mountainbiken nicht so viel anfangen, waren zwar auch bei ein paar Rennen dabei und so und haben mir da zugeschaut, aber die haben, was weiß ich, wie oft zu mir gesagt, ach, willst du nicht doch lieber Fußball spielen wieder? Das ist doch viel ungefährlicher als da Ja, Downhill fahren und so. und das hast du Und dann wenn ich auch mir gemacht, ne? zurücküberlege, ja, ich habe halt früher sehr, sehr viel Fußball gespielt, auch parallel zum Mountainbiken. Und wenn ich mir überlege,
wie oft ich irgendwelche kleinen, blöden Verletzungen mir beim Fußball zugezogen habe. Klar, das war dann nicht ein gebrochenes Schlüsselbein, aber da habe ich mir auch Bänder im Knöchel gerissen und musste operiert werden oder hier mal eine Zerrung oder da kriegst du einen Schlag auf den Oberschenkel ab und plagst dich dann auch damit rum. Und jetzt vor 3-4 Wochen war ich auch wieder Fußball spielen, wollte an einem vorbeirennen, der ist blöderweise genau in meinen Weg gelaufen, ich habe mich über den überschlagen, bin auf den Rücken geknallt und habe seitdem ein paar Rippen, die definitiv noch extrem wehtun, also die gehe ich mal davon aus mittlerweile, dass die nicht nur geprellt sind und das ist halt beim Fußballspielen passiert, also es kann in jeder Situation passieren. Gestern war ich in einem Kneippbecken und bin gegen den Beckenrand gelaufen. Warst du in der Kneipe oder im Kneipenbecken? Geht mir als Ex-Handballer also übrigens auch so. Ja, kennst du ja wahrscheinlich auch. Also wenn du eine Sportart intensiv betreibst, dann passiert halt einfach irgendwann was. Genau. Gerade Handball geht es ja auch ordentlich zur Sache. Um das abzuschließen, wir würden gern, es gab hier und da noch Feedback zu dem Protektorenthema, was wir letztes Mal besprochen haben. Da wollten wir ganz kurz es nochmal richtig stellen oder klarstellen, wie wir es gemeint hatten. Also wir haben selber von uns gesprochen, dass wir oder sind für uns dazu gekommen, dass wir relativ wenig im Normalfall relativ wenig Protektoren tragen und auch im Bikepark zum Beispiel teilweise auf größere Panzergeschichten und so verzichten und nur in Anführungsstrichen mit dem Rückenprotektor teilweise fahren. Wir wollten da auf keinen Fall mit sagen, dass jeder so zu fahren hat, sondern ganz klar nochmal sei hier betont, dass das unsere persönliche Meinung ist und so fahren wir am liebsten und wer gerne mit Protektoren fahren möchte, der soll das auf jeden Fall tun. Es geht auch gar nicht darum, dass Rückenprotektoren irgendwie schlecht sind in keiner Phase und können definitiv auch Verletzungen verhindern, definitiv nur für uns oder wenn ich jetzt für mich spreche, muss ich halt sagen, dass ich mit einem Rückenprotektor im Bikemarkt plus einem Fullface am besten bedient bin. Moritz, wie war deine Meinung? Meine Meinung, die ich auch beim letzten Mal schon geäußert habe, beziehungsweise wir wurden ja gefragt, was wir so anhaben. Beim Enduro-Fahren habe ich derzeit einen Halbschalenhelm auf und Knieschoner. Habe aber auch beim letzten Mal gesagt, dass ich tatsächlich überlegt habe, ob es nicht sinnvoll wäre, da auf einen gut belüfteten Fullface-Helm umzusteigen und eventuell auch mit einem dünnen Brust- und Rückenpanzer zu fahren. Darin hat sich auch bei mir nichts geändert. Es wäre sinnvoll, ich muss es ausprobieren, inwiefern es gerade jetzt so bei, keine Ahnung, 35 Grad, wie es in den letzten Wochen war, stelle ich es mir nicht so angenehm vor, dann noch ein dünnes Safety Jacket anzuhaben beim Enduro-Fahren, wo man ja selbst sehr viel bergauf pedalieren muss, aber ich würde es mal ausprobieren. Beim Downhill-Fahren oder im Bikepark habe ich einen Fullface-Helm auf, Knieschoner an und ein Safety Jacket an, ohne Ärmel, also mit Brust- und Rückenpanzer aus hartem Plastik. Also da fühle ich mich eigentlich auch ganz gut geschützt. Was ich außerdem gesagt habe, ist, dass das letzten Endes jeder für sich selbst wissen muss, was er anzieht und was er nicht anzieht. Dabei bleibe ich auch voll und ganz. Also da ist einfach jeder selbst verantwortlich für. Und nur weil ich der Meinung bin, dass ich die Sachen X und Y und Z am liebsten anziehe, heißt es nicht, dass das jeder so für sich machen soll, sondern es soll sich bitte jeder selbst Gedanken machen. Ein Kollege hat uns noch darauf angesprochen, was tatsächlich ein wichtiges Thema ist, ist, wenn jetzt irgendwie Familienväter mit ihren Kids unterwegs sind, sieht man ja auch immer häufiger, dass gerade junge Fahrer mit ihrem Papa oder mit ihren Eltern im Bikepark oder auf Trails unterwegs sind, gerade noch im Alter, wo sich der Körper einfach sehr entwickelt und wo Verletzungen dann teilweise auch echt blöde Langzeitfolgen haben, sollte man dem Kind anziehen, was geht, solange es eben jetzt kein zu großes Hindernis für das Kind darstellt. Und es wäre natürlich auch interessant, wenn jetzt irgendwie in Deutschland vorgeschrieben wird, dass man folgende Sachen anziehen muss beim Mountainbiken, weil sonst, was weiß ich, der Versicherungsschutz nicht vollumfassend greift oder so, dann würde das natürlich auch eine Entwicklung lostreten,
dass man dann letzten Endes bessere Protektoren hätte, was sicherlich auch keine schlechte Sache wäre. Und ich finde, das hat man auch in den letzten Jahren sehr gemerkt, seit alle Menschen Enduro fahren, hat sich im Bereich der Knieschoner, mit denen man gut in die Pedale treten kann und trotzdem guten Schutz hat, hat sich extrem viel getan. Aber wie du schon gesagt hast, es stellt unsere Meinung dar. Es heißt nicht, dass diese Meinungen für jeden gültig sind und jeder soll sich bitte selbst Gedanken machen, was da sinnvoll ist und was für ihn persönlich nicht sinnvoll ist. Genau. Das dazu nochmal abschließend. Wir steigen ins nächste Thema ein und zwar geht es um ein weiteres Prototypen oder einen weiteren Prototypen-Part, den wir, ich glaube, beim Cross-Country World Cup gesehen haben in Monsterdam. Und genau, zwar handelt es sich um einen Sattelstützen-Prototyp von SRAM. Und zwar hat man da eine interessante Box gesehen, hinten an der Sattelstütze und vorne einen Trigger, der ohne Kabel auskam. Moritz, du warst ja vor Ort und hast das Teil auch schon ausprobieren können. Kannst du was darüber erzählen? Genau. Ja, also es handelt sich dabei um die RockShox E-Reverb oder E-Verb oder, also Name steht noch nicht fest, ich sage jetzt einfach mal E-Verb. Die E-Verb, also eine elektronische Reverb. Im Prinzip sieht sie aus wie eine normale Reverb, die wir von vielen Rädern kennen. Also ist schwarz und man kann einen Sattel dran befestigen. Hat aber eine relativ große Box, da wo der Sattel befestigt wird oder unterhalb davon. Und der Trigger sieht anders aus. Also der ist nicht so geformt wie ein Schalthebel, sondern erinnert eigentlich am stärksten an den Schalthebel von der E-Tap. Sieht also doch aus wie ein Schalthebel. Von SRAM. Ja, eher ein Schaltpaddel. Also ja, man ja, hat so eine Wanne. Ja. Ja, ist ein bisschen größer, stärker ausgeformt. Ja, aber lässt sich gut bedienen und dazwischen ist nichts. Also kein Kabel, keine Leitung. Ich bin früher auch schon mal eine andere elektronische Sattelstütze gefahren, beziehungsweise einen Prototypen davon, wo man den Hebel bedient hat und dann hatte man eine gewisse Latenz, bis man den Sattel absenken konnte oder der wieder ausgefahren ist. Fand ich persönlich jetzt nicht so toll. Ich weiß nicht, wie das dann beim Serienprodukt gelöst wurde. Jetzt bei der E-Verb war es so, das Schaltpaddel gedrückt und dann, solange man es gedrückt gehalten hat, genauso wie bei einer normalen Reverb oder Vario-Sattelstütze, konnte man, indem man den Sattel belastet hat, ist der Sattel runtergefahren. Und wenn der Sattel eingefahren war und man auf den Knopf gedrückt hat, ist der Sattel hochgeschossen mit einer relativ hohen Geschwindigkeit. Also soweit ich das beurteilen kann, schneller als bei einer herkömmlichen hydraulischen Reverb. Und auch sofort, also man hat den Knopf gedrückt und es ist sofort rausgeschossen, man hatte keine Latenz drin. Es hat sich angefühlt wie eine normale Reverb, eine sehr schnelle Reverb. Der Hebel lag gut in der Hand. Laut den SRAM-Mechanikern beziehungsweise auch den Leuten vom Ghost-Team, mit denen ich mich unterhalten habe, ist das Systemgewicht von der elektronischen Reverb etwas geringer als bei einer hydraulischen Reverb, weil man eben auf die Leitung und so weiter verzichten kann. Und ich finde, dass das eigentlich eine sehr, sehr coole Sache war, wenn ich mir überlege, was für ein Stresszimmer ist, eine hydraulische Sattelstütze durch den Rahmen zu verlegen. Dann finde ich es eigentlich ganz cool, da eine elektronische Sattelstütze zu haben. Hattet ihr denn da, du hast wahrscheinlich keine Infos darüber bekommen, wie lang dann so der Akku oder so hält, ne? Weil das wäre für mich so die Sache, wo ich dann ins Überlegen komme. Also wenn ich es jetzt, man weiß es ja von der E-Tab aus dem Rennradbereich, ich meine, die hält, ich glaube es war 1000 oder 2000 Betriebsstunden oder so, was ja dann die Ewigkeit ist für die meisten. Wenn das in einem ähnlichen Bereich dann liegt, finde ich, dann ist es echt interessant. Blöd wäre halt tatsächlich, wenn das Ding irgendwann dann mal nicht funktioniert.
Aber es klingt nach einer sehr, sehr spannenden Sache. Auf jeden Fall. Ich weiß es nicht genau. Es sieht auf jeden Fall so aus. Also wie gesagt, es war ein Prototyp. Man hat uns jetzt auch nicht so wahnsinnig viel dazu erzählen wollen. Auch nicht, ob das Teil in Serie kommt, wann es in Serie kommt, wie teuer es ist, wie es heißt. Hat man natürlich den Mantel des Schweigens drüber gehüllt. Es sah für mich so aus, als ob die elektronische Reverb keinen aufladbaren Akku hat, sondern am Trigger eine relativ große Knopfzelle sitzt, die man dann wohl austauschen muss. Wie lange das hält, keine Ahnung. Kann 10 Stunden sein, können 100 Stunden sein, können 5000 Stunden sein. Wenn ich mir überlege, dass diese Sattelstütze von Entwicklern entwickelt wurde, dann denke ich mir, dass die sowas auf dem Schirm haben, dass das halt nicht nach einem Tag schon leer sein sollte. Und dass sie sich bewusst für diese Lösung entschieden haben. Da aber ist, ich weiß es eben nicht zu 100%. Da ist so eine standardmäßige CR2032 drin. Wenn das System auf Bluetooth LE basiert, was ich mal denke, dann wird das eine ganze Weile halten. Da muss man sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Ich denke auch, zumal ja kein Motor bedient werden muss. Es muss ja eigentlich nur, in Anführungsstrichen, ja dann der Mechanismus ausgelöst werden. Ein Ventil, denke ich mal, was dort gesteuert wird. Ja, also da würde ich, glaube ich, mir keine Sorgen machen. Ich habe zum Beispiel immer zwei von diesen Knopfzellen bei mir im Rucksack drin, und zwar für diese Trittfrequenz und Geschwindigkeitssensoren, weil die nämlich auch immer in den ungünstigsten Momenten den Geist aufgeben. Und da ist eigentlich in allen Fällen immer die Batterie leer. Passiert aber vielleicht, keine Ahnung, einmal im Jahr oder so. Aber dann ist es so gut. Das ist so lässig, dann kann man nicht weitertreten, ne? Das ist genau, so doof, das ist, dann. Ne, das, das ja, wobei ist ich da jetzt echt keinen Bock drauf hätte. Also wenn du irgendwie eine lange Tour fährst und denkst halt nicht dran, dass du die Knopfzelle eingepackt hast. Ja, aber auf jeden Fall. Gesagt, ich denke, du musst dann halt schauen, dass es eben trotzdem noch irgendwie funktioniert, also dass du sinnvoll fahren kannst damit, dass du es eben zum Beispiel in die höhere oder in die untere Position dann doch irgendwie bewegen kannst. Weiß nicht, ob das vorgesehen ist, wird sich dann auch zeigen. Weiß ich auch nicht genau. Könnte ja auch zum Beispiel sein, dass wenn die Batterie nur noch einen Ladestand von 10% oder 15% hat, also wenn sie sich langsam dem Ende ihres Lebenszyklus neigt, dass dann eine Warnung aufs Handy kommt, so hey, pass auf, kannst noch so und so viele Stunden damit fahren, aber solltest langsam mal austauschen. Ist denn da vielleicht irgendwo auch eine kleine LED dran, die dann vielleicht anfängt zu blinken? Hat man ja auch sehr oft, um zum Beispiel diesen Status für das Pairing anzuzeigen. Das könnte man dann zum Beispiel auch nutzen für eine Batteriestandsanzeige. Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe aber hinten. Aber hinten ist doch ein Knopf an der Seite, ne? Ja, da habe ich nicht drauf geachtet. Also ich habe auf den Hebel geachtet, da war es nicht zu sehen, aber. Guck dir mal das Bild an von dieser von der Seitenaufnahme, wo auch dieser kleine Knopf zu sehen ist. Und über dem Knopf ist irgendwie so eine hellgraue Fläche, was fast aussieht wie eine LED, die da rausguckt. Das könnte man vielleicht dazu benutzen. Aber das werden wir wahrscheinlich erst erfahren, wenn das Teil im Handel ist, beziehungsweise wenn wir es zum Testen bekommen, vielleicht sogar vorab. Ja. Was ich auf jeden Fall ganz cool fand, war, dass es wirklich sofort funktioniert hat. Also ich glaube, wenn man die E-Verb fährt und auf den ersten Trail eingebogen ist und ein paar Mal bedient hat, dann vergisst man, dass es eine elektronische Sattelstütze ist. Es fühlt sich an wie eine sehr, sehr gut funktionierende hydraulische Sattelstütze, die ohne Kabel auskommt. Was natürlich der Knaller wäre, gerade im Cross-Country-Bereich, ist ja das Fahrerfeld derzeit noch so ein bisschen gespalten, ob sie mit oder ohne hydraulische Sattelstütze fahren oder absenkbare Sattelstütze fahren. Und einige Fahrer sagen eben auch, dass der Absenkvorgang, wo man den Sattel aktiv belasten muss vor einer Abfahrt, dass der zu viel Kraft kostet und zu viel Zeit kostet und sie dann lieber mit hohem Sattel, aber hoher Geschwindigkeit in die Abfahrt reingehen. Extrem cool wäre es natürlich, gerade für solche Anwendungen, wenn sich der Sattel von alleine absenken würde. Aber ich glaube, das würde dann auch wieder von der ganzen Elektronik deutlich aufwendiger werden, weil man einen Motor verbauen müsste, der das alles absenkt. Und ja, oder du müsstest vorher eine Federspannung aufbauen, die das Ding dann runterschiebt. Also das wäre auf jeden Fall deutlich schwerer auch als die Lösung, die wir jetzt hätten, würde ich mal vermuten. Und ein Motor bräuchte halt ganz andere Power dann, wenn er die ganze Zeit das Ding hoch und runterziehen muss. Ich sehe gerade, um nochmal auf das Thema LEDs zu kommen, und zwar auf der Unterseite des Hebels ist auch ein kleiner Knopf und darüber ist auch so eine kleine runde graue Fläche, was sehr, sehr, sehr nach einer LED aussieht. Also ich denke mal, da gibt es schon mal einen Indikator in dem Teil. Also in beiden Teilen. Ja.
Auf jeden Fall spannend. Wo ich aber wirklich oder was ich wirklich interessant finde, ist einerseits, es kommen jetzt unfassbar viele, wir haben auch auf der Eurobike ganz viele Vario-Stützen vorgestellt. Es kommen sehr, sehr viele Vario-Stützen, die zu einem extrem guten Preispunkt kommen, die sehr, sehr gut funktionieren. Also als jüngstes Beispiel war jetzt für mich zum Beispiel die SDG-Sattelstütze, die Talis oder von SDG, die kostet, was weiß ich, 250 Euro und ist eine mechanische, ist nicht so schwer und funktioniert jetzt immer noch. Ich habe die weiterhin jetzt im Dauertest montiert und funktioniert auch seitdem komplett problemlos, ist sehr, sehr leichtgängig, auch am Hebel. Und da frage ich mich halt wirklich, wo es dahin geht bei der Stütze, also gerade was den Preispunkt angeht. Also komplett neue Technologie. Bei SRAM kennt man so, dass die teuren Schaltungen ja auch immer in relativ hohen Sphären anfangen und mit der Zeit dann günstiger werden. Was meint ihr? Wie kann man das am besten dann vermitteln? Oder für wen wird so ein Ding interessant sein? Also es ist natürlich, es ist vom Technischen her, es ist ein super cooles Gadget. Aber ich fürchte einfach, dass es auch nicht ganz günstig wird, wahrscheinlich. Man müsste Ja, wahrscheinlich klar. warten, bis Shimano sowas baut, das in der XTR-Serie bringt und dann noch 5 Jahre warten, dann bekommt man es auch bei SLX für einen ordentlichen Preis. So würde ich mal sagen, könnte das funktionieren. Aber es heißt ja nicht, also klar, man wird sich dann sicherlich über den Preis aufregen können, wenn dann die elektronische Sattelstütze von wem auch immer über 1000 Euro kostet. Aber es heißt ja jetzt nicht, dass es dann gar keine Angebote mehr an hydraulischen oder mechanischen Sattelstützen gibt. Im Nee, 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 absolut nicht. Normalfall wird die etwas veraltete Technologie, die aber genauso gut wie früher funktioniert, wird dann tendenziell sogar noch ein bisschen günstiger. Also da sehe ich eigentlich eher Vorteile für den Endkunden. Und Mountainbiken ist einfach eine relativ junge Sportart. Ich finde es super, wenn man sich Gedanken macht, wie man die bestehenden Produkte noch verbessern kann. Ich glaube, wenn wir jetzt diesen Podcast nicht heute in 2018, sondern vor 5 Jahren aufgezeichnet hätten, dann hätten wir die Frage, ja, aber wieso braucht man denn überhaupt eine hydraulische Sattelstütze? Es gibt doch auch so viele starre Sattelstützen und Schnellspanner, da kann man doch auch einfach den Sattel auf und zu machen oder die Sattelhöhe verstellen. Und es ist dann nicht ganz so bequem, aber geht Ja. genauso. Und wer weiß, was die Das haben wir auch, Vario-Sattelstützen kosten genau, und das haben wir auch und schon so immer so weiter. Also, gemacht. ja, also so ist es doch im Prinzip mit jedem neuen Produkt. Ja. Ja, darum ging es mir jetzt gar nicht. Also ich habe, wie gesagt, ich finde die Technik an sich super und ich glaube auch, dass es nicht so günstig wird. Ich bin einfach nur gespannt, wie SRAM das kommunizieren wird. Also da im Ja, Prinzip klar. eine elektronische rauszubringen und ich bin einfach sehr gespannt auf den Preis. Also an sich finde ich das Teil halt super. Also ich könnte mir der Riesenvorteil ist, wenn man sich vorstellt, man fährt das Ding mit der elektronischen MTB Eagle, die wir auch schon an den Cross-Country-Rädern gesehen haben. Wie cool ist einfach das Gefühl, dass du nur noch zwei Kabel am Fahrrad Ja, hast für Vorderradbremse ist und Hinterradbremse. so, und Genau das das wollte ist ich gerade sagen. mega. Und das Ich ist habe hier gerade ein Verkaufsargument Fahrrad. genug. Ich habe hier gerade ein Fahrrad 2 Meter von mir entfernt stehen, Ja. was wirklich super schick aussieht. Ein Yeti SB55, das hat dran eine Vorderradbremse, eine Hinterradbremse, eine Eagle-Schaltung und eine Fox-Transfer-Sattelstütze. 4 Kabel, alle Kabel sind innen verlegt, gehen kurz hinterm Steuerrohr in den Rahmen rein. Und wenn ich das Fahrrad steht gerade mit dem Vorderrad zu mir, und wenn ich mir jetzt überlege, dass man statt Lenker und 4 Kabeln und Federgabel und Rahmen sehen würde, Lenker und Federgabel und Rahmen und sonst nichts. Ja. Also ist natürlich Zukunftsmusik, aber wenn wir auf den ganzen Kabelwirrwarr verzichten könnten, klar, es ist eine Lösung für ein Problem, was eigentlich nicht so richtig besteht, weil ich finde es nicht schlimm, dass ich Kabel an meinem Fahrrad habe, aber an sich wäre es eine Aber super coole Sache. ja, auf jeden Fall. Also, aber gerade dieses Verlegezeug, ich stelle mir es für Mechaniker wahnsinnig cool vor, wenn die so ein Ding montieren. Du schiebst die Stütze rein, du baust das Schaltwerk dran, du montierst die Kette und dann beide Trigger und dann kalibrierst du das und dann bist du nach einer halben Stunde fertig und hast Schaltung oder nach 20 Minuten hat das Schaltung und Variostütze montiert, ohne irgendwo den Rahmen aufmachen zu müssen oder irgendwelche Kabel zu verlegen. Das ist schon ziemlich cool. Also, das Und ist für mich tatsächlich.
Ja. Bei der Sattelstütze könntest du dann tatsächlich eine Sattelstütze mit Sattel für all deine Räder kaufen und dann ja für den Bikepark vielleicht noch eine ganz simple mechanische ohne Vario-Funktion. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, den Trigger anzubringen und die Sattelstütze kurz in den Rahmen zu schieben, ist eine Sache von 2 Minuten. Ja. Und da könntest du halt wirklich zwischen deinem Cross-Country-Rad und deinem Trailbike und deinem Enduro-Rad könntest du das Teil innerhalb von 2 Minuten tauschen. Also dann brauchst du theoretisch nur noch eine einzige Sattelstütze für deinen kompletten Fuhrpark. Dann hast du den Preis gedrittelt und schon sind 1.000 Euro gar nicht mehr so viel. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann kostet die auch 333 Euro. Dabei weiß ja auch und noch keiner, wie viel das Ding überhaupt kosten wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das Ding sie den nicht kaufen würdest. Das ist auch egal. Das ist gekauft, das Ding. Wäre das machbar? Ja. Ja, also SRAM, wie gesagt, hört euch das gut an. Wir haben euch gerade die ganzen Pro-Argumente geliefert für das Ding. Jetzt haut das endlich raus. Wir wollen das jetzt fahren. Also wie gesagt, auf jeden Fall eine coole Idee und in der Kombination zwischen Schaltung und Vario-Stütze auch irgendwie eine extrem teure und ziemlich noble und bekloppte Lösung eigentlich, aber in der Gesamtheit einfach schon eine sehr stylische Variante. Stellt euch das mal am Bolt vor. Ja. Gut, ja, das war's. Jetzt stellt euch mal vor, dass es auch so eine elektronische Unterstützung für unsere Mountainbikes geben würde. Boah. Die es dir deutlich erleichtert, bergauf zu pedalieren. Und du kannst halt einfach viel, viel mehr Abfahrten machen. Und welche dich auch bergab so richtig schön an den Boden ranzieht und für Haftung sorgt. Ja. Durch niedrigen Schwerpunkt. Ja. Ja. Und dann noch in Kombination mit richtig schwammigen Plusreifen. Das stelle ich mir toll vor. Ja. Ja. Das Gute ist, du sparst dir den Akku für alles Mögliche. Okay, zurück zu ernsten Themen. Genau. Was haben wir denn noch? Wir haben die Elektrifizierung am Bike durch. Wie stehen wir in der Zeit, Markus? Wir sind sehr, sehr fortgeschritten in der Zeit. Ich muss auch sehr bald los. Also ich habe nicht mehr so viel übrig. Dann würde ich sagen, wir sind auch relativ am Schluss, wenn wir unser nächstes Thema... Eigentlich hatten wir noch Fotostunde geplant. Verschieben wir aufs nächste Mal, oder? Genau ja. Ja. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, das wird ziemlich cool. Das werden wir für nächstes Mal noch ein bisschen cooler vorbereiten mit einigen Beispielen, die ihr euch dann in den Shownotes durchlesen könnt. Genau, also kommt wir das wollen nächste Mal. Im Prinzip, ja. Ich nehme es schon mal so ein bisschen vorweg, obwohl ich selbst noch nicht so viel dazu. Nur ein bisschen. Wir wollen darauf eingehen, was für Equipment wir so im Bike-Bereich verwenden, was sich für welche Art von Bild eignet. Auch so ein bisschen, wie unsere Workflows auf Events sind. Also wie wir da vorgehen, was im Prinzip nötig ist, um coole Bilder zu produzieren. Und vielleicht könnt ihr euch ja auch schon mal Gedanken machen oder hattet schon immer Fragen zu dem Thema, wolltet irgendwas wissen, habt irgendein Problem, für das ihr keine Lösung findet. Falls das so ist, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein und wir werden unser Bestes versuchen, euch weiterzuhelfen. Genau. Wir werden, das wird denke auch interaktiv, mal, oder? Ja. Auf jeden Fall. Was wir auf jeden Fall wieder machen werden fürs nächste Mal, wir werden kurz vorab wieder eine Fragestunde einbauen als Artikel, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Speziell unter anderem zu dieser Fotogeschichte. Aber auch zu Haustieren und anderen Sachen. Ja, alles mögliche, Biermarken und so weiter und so fort. Aber wir sind noch nicht ganz am Schluss. Ja. Wir stellen euch jetzt noch 3 Bike-Hacks vor. Jeder von uns eins oder einen. Moritz, fang mal an. Okay, hast du was? Eine sehr coole Sache. Ja, eine super coole Sache, die ich eben erst gesehen habe. Für all diejenigen, die mit einem Trinkrucksack fahren, sollte man mal gerade in den heißen Sommerstunden ausprobieren, auf etwas Füllvolumen des Trinkrucksacks zu verzichten und stattdessen vorher durch die große Öffnung der Trinkblase 1 oder 2 Dosen Bier reinzulegen, dann den Trinkrucksack mit kaltem Wasser füllen. Man hat immer noch ungefähr 1 oder 1,5 Liter Wasser zum Trinken und hat am Ende der Fahrt 2 perfekt gekühlte Dosen Bier, die man sich mit seinem besten Freund, mit dem man gerade ein paar schöne Trails gestempelt ist,
dann noch trinken kann. Ist natürlich das nach geil. Der letzten Abfahrt. Ja, das ja. Markus muss dann auch los, er muss noch dringend eine Runde Fahrrad fahren und seinen neuen das Rucksack ausprobieren. Das teste ich morgen aus, das kannst du wissen. Geil. Super. Hatten wir das mit dem Gin Tonic auch schon? Hatte das Tom ja, nicht genau. gesagt, man könnte nämlich super mit den Eiswürfeln in der Trinkflasche einfach Tonic, eiskaltes Tonic reinfüllen, Eiswürfel dazu und dann mit Gin auffüllen. Und dann hat man irgendwie nach einer Stunde halt ein fertig gemixtes, kaltes Gin-Tonic-Getränk. Ja, aber dann hast du halt, boah, das verklebt dir halt die ganzen Trinkflaschen und so. Ja. Also musst du halt sofort sauber machen. Mein lieber Bruder hat sich seinen ersten Trinkrucksack zerstört, damals im zarten Alter von wenigen Jahren, weil er mit Gin Tonic Energy Drink reingekippt hat. Ah, ich dachte, weil er Apfelsaft reingefüllt hat und den Rest so eine Woche lang hat stehen lassen noch da drin. Das ja. riecht dann so richtig lecker. Ja. Er ist übrigens der Erfinder des Applers. Ah, ja, sehr gut. Ein Trinkrucksack. das war mein Tipp. Das ist ein sehr guter Tipp, auf jeden Fall. Mhm. Ich habe eine ungleich vernünftigere Bike-Hack-Geschichte. Und zwar geht es ja öfter, also es geht wieder mal ums Werkzeug. Und zwar gibt es eine Vorrichtung, mit der man einen Lenker sehr einfach kürzen kann. Also ich erinnere mich an die früheren Zeiten, wo ich solche Teile noch nicht hatte und dann Lenker gekürzt habe. Und das wurde relativ oft krumm und schief, weil man dann, wenn man einmal angesetzt hat, doch mit einer Metallsäge nie ganz gerade reinkommt, wenn man nicht genauso angefangen hat. Und deswegen gibt es Sägeführungen, unter anderem, also die ich habe, die ist in dem Birdsman-Koffer drin. Werbung, dann Markennennung natürlich. die ist in diesem großen Birdsman-Koffer drin. Und diese klemmt man einfach an den Lenker und hat eine wunderbare Sägeführung. Man kann vorher sehen, okay, an der Stelle, man muss gar nichts markieren. Man gibt halt irgendwie seinen Zentimeter oder seine anderthalb Zentimeter dann an, je nachdem, wie viel man kürzen muss, setzt die Metallsäge in diese Führung rein und kann wunderbar gerade absägen. Muss am Ende noch ein bisschen entgraten, wenn man fertig ist. Das war es auch schon. Also tatsächlich ist ein Lenker damit in, ich würde sagen, ja, weniger als 5 Minuten gekürzt oder als 2 Minuten, je nachdem, wie lange man dann zum Montieren von diesem Ding braucht. Man kann es sogar direkt am Bike machen, wenn man jemanden hat, der das Ding noch festhält. Es geht wirklich super schnell, es ist immer gerade und das kann ich sehr empfehlen. Man kann solche Sägeführungen auch natürlich von anderen Herstellern kaufen und auch einzeln kaufen. Also wer öfter mal seinen Lenker kürzt oder sich öfter mal einen neuen Lenker kauft, der gekürzt werden muss, ist ein relativ günstiges Tool und sorgt einfach wirklich für gerade Schnitte am Lenker und das macht schon sehr viel aus. Das wäre mein Bike-Hack quasi. Genau, und wer es teuer haben will, der kauft sich eine richtige Kappsäge und macht das elektrisch mit 2000 Watt. Genau. Ja. Ich habe auch was. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie sowas was Spezielles aus Südafrika, weißt du? Ja, so eine Kappsäge. Also, genau, nee, kommt aus der, glaube ich, Holzverarbeitung. Ja. Kannst du mal googeln. Mhm. Ich hatte vor einer Weile erwähnt, dass ich ja der größte Fan von Kettenwachs bin seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr. Und habe festgestellt, dass wenn man Kettenwachs einsetzt, um den Antrieb zu schmieren, dass eigentlich der Einsatz eines Putzlappens mehr oder weniger komplett überflüssig geworden ist beim Bike-Reinigen. Genau, und was ich sehr gern benutze, um tatsächlich mal das Schaltwerk dann doch hin und wieder mal sauber zu bekommen, weil es sammelt sich doch ein bisschen Dreck. Das kann man nicht ganz vermeiden, auch mit dem Kettenwachs nicht. Das kommt dann aber so in schönen, relativ klumpiger Form, das aber auch nicht so eklig klebt und nicht mehr von den Händen geht. Da nehme ich eine kleine Bürste. Gibt es, Amazon oder sonst wo zu kaufen, mit Plastikborsten und halt die einfach dann seitlich an die Schaltröhrchen oder an die Ritzel, drehe das den Antrieb rückwärts an der Kurbel und innerhalb von 2 Minuten ist alles komplett sauber und glänzt wie neu. Ganz großartige Sache. Man spart sich Zeit, man spart sich Putzlappen, man spart sich Dreck und das sieht trotzdem alles richtig schick aus. Das war mein Bike-Hack der Woche. Sehr schön.
Cool. Ja, das werde ich auf jeden Fall auch mal machen, denn ich fahre ja auch mit viel Kettenwachs durch die Gegend. Bin auch immer noch sehr zufrieden und werde das auf jeden Fall ausprobieren. Ich werde mir für den Winter jetzt die Winterversion kaufen. Wusstest du, dass es die gibt? Nee. Die denn, das Problem ist ja, dass Trocknet das die Zeug im schneller? Winter nicht verdunstet. Also das Wasser sehr schlecht Genau. verdunstet, so also das Lösungsmittel. Und da gibt es jetzt eine spezielle Version, die eben auch bei tieferen Temperaturen funktionieren soll. Die werde ich mir Ah, das cool. nächste Mal bestellen und werde gucken, ob das gut funktioniert. Dann spare ich mir Ja. nämlich auch noch den Föhn in der Garage, ne, den ich Ja. im letzten Jahr immer eingesetzt habe. Was echt nervig ist. Markus, du föhnst wieder deine Haare in der Garage, gib zu. Die vielen Haare. Dein Afro. Ja. Genau. Haben wir denn noch was? Okay. Wir haben eigentlich nur noch unsere Lieblings- oder unsere ganz, ganz populäre Rubrik. Schaut, was ich gekauft habe. Und es ist ja, sind ja jetzt wieder 3 Wochen vergangen und wir haben diverse Sachen gekauft und erworben. Und ich würde mal starten. Ich habe 2 neue Sachen. Und zwar habe ich mir für meinen Stadtrat ein Verschleißset für die SRAM NX 11-Fach-Schaltung gekauft, weil die jetzt nach, ich glaube, 3.300 Kilometern jetzt doch irgendwie durch ist. Und ja, bestehend aus Kassette und Kette und Kettenblatt und kann hoffentlich dann demnächst wieder so fahren. Also aktuell, die spinnt schon ziemlich rum. Man sollte nicht unbedingt mehr jetzt richtig World Cup-mäßig in die Pedale treten, weil man dann doch ein bisschen durchrutscht. Ich komme nicht dazu, es zu wechseln. Ich werde es gleich direkt machen. Genau, das war Nummer 1. Ich habe noch eine kleine Sache und zwar habe ich ein Portemonnaie gekauft von Tragwerker. Ich mache hier auch gerne Werbung, weil ich nichts dafür, also doch, weil ich nichts kostenlos bekommen habe davon, sondern ganz normal regulär bezahlt habe. Wie hieß die Firma nochmal? Tragwerker. Ah, Werbung der Markennennung. Genau, Werbung der Markennennung. Die stellen Gürtel und Portemonnaies vor und zwar sind die aus alten Schwerlastgurten und ja, so alten Cargo-Belts vom Flughafen mehrheitlich. Und die, ja, da, die Gürtel, die trage ich jetzt, keine Ahnung, seitdem es Tragwerker gibt, glaube ich, seit 8 Jahren oder was weiß ich, oder 6 Jahren. Die sind unkaputtbar. Und das Portemonnaie habe ich mir jetzt dazu gekauft. Ist eine mit sehr pfiffigen Lösungen und sieht halt gänzlich anders aus als irgendwelche noblen Lederportemonnaies. Sie sehen halt schon von Anfang an relativ used aus, das ist aber so gewollt und ich bin sehr zufrieden bisher. Auf der Website steht Heavy Duty Shit since 2007. Sehr geil. Ja, genau. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal was Spezielles haben wollt. Ich ja, bin sehr zufrieden. Was habt ihr euch gekauft? Keiner will. Ich habe mir nichts gekauft, weil ich, wie gesagt, im Urlaub war. Da habe ich zwar auch sehr viel Geld ausgegeben, aber dann doch eher für Essen und Eintrittskarten und anderes Zeug. Bier. Und ja, stimmt, in Dänemark ist ja auch Bier ein großer Posten in den Tuborg. Ausgaben. Carlsberg. Nee, ich hatte natürlich Bier mitgenommen. Weiß man, wenn man einmal da war, dass das einfach das Bessere ist. Ich habe mir ansonsten tatsächlich nichts gekauft. Hatte keine Möglichkeit, Geld auszugeben sonst. Das heißt, der Kelch wird weitergereicht an Moritz. Ja, ich habe mir auch nichts gekauft. Da bin ich ganz bei Geil, dir. geil. Na, ich wüsste auch nicht, wann ich mir was gekauft haben sollte. Ich war in Mons en Ende für eine Woche und bin jetzt wieder zurück und habe mir in der Zeit nichts gekauft. Das Einzige, wofür ich jetzt mal abgesehen von Geld und Miete, von Essen und Miete und dem ganzen Kram, wofür ich Geld ausgegeben habe, war ein kleiner Service bei Nikon. Grüße an die Jungs, die mir 180 € dafür in Rechnung gestellt haben, dass es genauso gut oder schlecht wie vorher funktioniert. Muss ich vielleicht nochmal eine Mail hinschreiben oder so. Ja, ansonsten wunschlos glücklich. Das ist doch schön. Schön. Ja. Letzte Frage. Wie war das Bier? Da muss ich Das ja wird auch anfangen, relativ oder? kurz. Ja, genau. gerne wieder.
Bleib drin, das fand ich immer noch dein bester Kommentar. Ist auch heute so. Nee, ist ein angenehm zu trinkendes Bier. Würde ich gerne, glaube ich, irgendwann nochmal testen. Ja, ich habe ja ersatzweise einen Gösser Radler getrunken. Dazu hat Moritz schon alles gesagt in der letzten Folge. Ich werde tatsächlich kurz auf ganz, ganz kurz zwei Biere eingehen, die ich getrunken habe, unter anderem. Und das gibt einen Shoutout an einen guten Bekannten aus der Bike-Branche von uns, an Tobi Woggon. Der hat mir das geschickt mit einer handschriftlichen Notiz, dass es doch noch viel mehr leckere Biere aus Franken gibt als die wir bisher getestet haben. Und er hat mir von der Brauerei Trunk ein 14-Heiligender Nothelfer Lager geschickt und das war tatsächlich sehr lecker. Also ein Lager aus Franken von der Brauerei Trunk. War sehr süffig, sehr lecker, ein sehr angenehmes Bier auf jeden Fall, kann ich empfehlen. Und das zweite ist, und das habe ich gestern Abend quasi vorgetrunken, extra für diesen heutigen Tag, ist tatsächlich eins meiner Lieblingsbiere, das kenne ich schon sehr gut, von der Crew Republic, ein Drunken Sailor. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon mal getrunken habe hier im Podcast. Ist ein IPA aus München, genau. Und das stand halt gestern noch im Kühlschrank rum und deswegen habe ich das schon mal vorgetrunken. Also wie gesagt, das kann ich auch sehr empfehlen. Crew Republic, Drunken Sailor und Brauerei Trunk 14 Heiligener Nothelfer Lager. Herzlichen Dank dafür nochmal an Tobi Woggon und es werden demnächst noch einige mehr Biere vorgestellt, die für uns eingesendet wurden. Ja, das war's zum Thema Bier. Markus, wir haben doch bestimmt noch eine Bitte zum Schluss. Ja, bevor wir hier gleich den Saft abdrehen, möchten wir euch wie immer bitten, uns zu bewerten bei iTunes im iTunes Podcast Directory. Das geht entweder über die iTunes Desktop App oder über die Podcast App auf eurem Telefon. Diese Bewertungen, die helfen uns, gefunden zu werden, wenn Leute nach Mountainbike-Podcasts suchen. Da sind diese Bewertungen eine wichtige Währung, um dort gut gelistet zu werden. Und deswegen wäre es einfach nett, wenn ihr uns da ein paar Sternchen lasst und vielleicht sogar ein paar nette Zeilen schreibt. Da allen Leuten, die nette Zeilen schreiben und ihren IBC-Nickname hinterlassen, verlosen wir auch wieder irgendeine tolle Sache aus unserer Redaktionsschatzkiste. Das machen wir dann einfach zur nächsten Folge. Und das war es schon mit der Bitte zum Schluss. Ja, sind wir durch, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, ich glaube, das war unsere Podcast-Episode, der einen neuen Rekord aufgestellt hat, was Zitate von Markus' Zitateboard angeht. Oh ja. Vielen Dank dafür. Ja. Eins. Nee, gar keins, ja. Nee, war das schon in der Aufnahme drin? Wir hatten ganz am Anfang, glaube ich, was. Nee, war nicht drin. Hast du noch so einen Banger zum Schluss? Nee, das machen wir am nächsten Mal. Nee. Kannst du mir mal das Board zuschicken, dann kümmere ich mich darum. Ja, ich würde auch gerne ein bisschen mehr machen. Das funktioniert ja super. Also ich würde auch gerne mal so eine Folge wie heute so richtig gut so unterhalten mit dem Board, wie du es heute gemacht hast. Wir kümmern uns, es wird alles gut. Ja, jetzt ist er doch am Überlegen, jetzt sucht er doch. Ja, ich habe kurz überlegt, aber nee, das wäre doof jetzt. ich muss wirklich los jetzt. Mach das. Das Kind hat ihren ersten Schultag heute und die muss da unbedingt ausgelöst werden. Nicht, dass da jemand nachher sauer auf Papa ist. Ja, dann, ich bin gespannt, was du erzählst, wie dein Kind es in der Schule fand. Bin auch extrem gespannt. Ich war heute früh, glaube ich, auch aufgeregter als ich sie abgegeben habe. Ganz, ganz großartige Sache. Bin echt gespannt. Gut. Alles klar. Dann ja, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Hoffentlich geplant wieder in 2 Wochen. Und wie gesagt, es sei euch, oder wir würden gerne auf jeden Fall, oder wir werden auch gerne wieder zum 2-Wochen-Rhythmus zurückkehren, wenn wir nicht mehr so oft reisen, was nach der Saison auf jeden Fall der Fall sein wird. Also in 2 Wochen bin ich nicht da, übrigens. Ja, genau. Deswegen greife ich da schon mal vor. Es ist aktuell, stehen noch Reisen an, gerade World Cup technisch, und
Es gibt noch diverse andere Geschichten, wo wir nicht da sind, aber es wird dann irgendwann im September hoffentlich soweit sein. Genau, und im Herbst wird wieder alles gut. Genau. Cool, cool. Gibt es jeden Tag eine neue Folge. Ja. Genau. Ja, Moritz, okay. Viel Spaß in La Bresse. Genau. Dann bringst du wieder coole Fotos mit, ne? Vielleicht. Ja. Mal gucken. Ist nun zum Bier trinken, nein, ist richtig. Alles klar. Okay. Dann in diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Einen wunderschönen Nachmittag noch. Bis bald. Gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.